So, wir machen heute ein bisschen Action und Randale. Es wird crazy. Es steht nämlich einiges auf dem Plan. Hoppala. Das war jetzt nicht geplant. Joa. Bisschen spannende Hintergrundmusik hier. So, ich bin wieder anwesend. Wir befinden Perfekt. uns nämlich gerade schon auf der Flucht. Grüße, Officer Schnäpsel. Geht's dir? Das habe ich auch gerade gefragt. Aber mir geht's super, danke für die Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Muss noch mal ganz kurz hier da hin. Moment. Jo. So. Ich hoffe, das mit der Musik her passt auch alles. Dass meine Mutter mit meinem Vater im Krankenhaus sei, weil meine Mutter mit dem Fuß umgeknickt ist, relativ gut. Oh weia, das klingt ja nicht so sonderlich prickelnd. Dann mal gute Besserung an deine Mutter. Hoffentlich wird das wieder. Hallo Ich muss mal die Florian. Pullwetten nicht hier hochfahren. Ne, eben, deswegen fahre ich ja hoch. Ich werde mir nämlich noch schnell beim Tuner das Kennzeichen abbasteln. Ach, das musst du beim Tuner abbasteln? Ja, das kann ich leider nicht so abmachen. Das ist schade. Außer ich mach's mit Biegen und Brechen, aber das will ich nicht. Man könnte rein theoretisch das Kennzeichen zerschlagen, also die Schuhe oder so. Und das will ich ja nicht. Ja, das, Dann schraube ich ja. lieber schnell mit dem Schraubendreher runter. Ja, das will ich, ja. Stimmt. Ich habe dafür so ein extra System bei meinem anderen Motorrad. Da drücke ich einen Knopf, dann fällt es runter und wird umgedreht. Dann sieht man nur noch schwarz. Verdammt, Titel richtig, entweder Knast oder Krankenhaus AP. Lasst euch überraschen. Nee, ich habe schon gesagt, dass wir uns extra ein Zimmer bauen sollen für heute. Also. Ja, irgendwoher kenne ich das. So, Kennzeichen ist weg. Jetzt kann die Randale losgehen.
muss mir dringend ein neues Outfit zulegen. Wir können auch schnell zum Kleidungsladen fahren. Noch wenn sind du nichts anderes warst. Ich hab nichts anderes vor. Ja, ich wollte mich einfach nur schicke anziehen, weißt du, weil dieses Jogging-Outfit-Ding hier. Ich leg mir auch mal so ein Rennfahrer-Outfit zu, mal gucken, ob ich da was finde. Meinst du eher Moped? Sportmaschine. Ja, okay, dann halt Moped. Ja, ein Auto ist jetzt nicht. Vier Räder hat es nicht. Ja, stimmt. Ich bin gewöhnt an Autos, okay. Ich fahre nur Motor, wenn ich was Kriminelles mache. So, dann husch mal schnell rein. Jo. Das war der Mistkübel. Moment. Herrje. Ich suche eigentlich gerade irgendeine spannende Musik, die ich im Hintergrund anmachen kann, aber irgendwie finde ich da nichts. Bei allem anderen würde Twitch wahrscheinlich sagen tschüss und adieu, mach das nicht nochmal. Finden wir heute noch was?
Gut, Actionmusik kriegen wir vielleicht nicht, aber wurscht. Machen wir was anderes. Ich habe jetzt ein Umhängemikrofon. Stolz. Jo, ich bin schon da. Das würde ich dir lieber empfehlen abzunehmen. Och, aber ich kann halt nichts runterziehen. Oder kann man das abziehen? Ich habe nichts gefunden, was ich an. Oh nee. Ich habe halt nichts anderes gefunden. Na, mach das einfach weg. Zieh dir was anderes an. Aber es gibt ja. Es gibt genug im Kleidungsland. Danke, das war mir wirklich. Da passt. Oh, sorry, da passt aber irgendwie nichts drauf. Es soll ja auch nichts drauf. Du sollst dich einfach nochmal anziehen. Was meint ihr? Schreiben wir heute die 100 Follower? Kriegen wir die noch voll? Das wäre mega crazy. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ist das schon besser? Ja. Aber ich glaube, ich muss mir irgendwann mal 100.000 Outfits zulegen. Ein bisschen lauter machen. So. So. Verdammt, ein Blitzer. Ja, da habe ich. Ja, stimmt, da steht der direkt da vorne. Jupp, und ich fahre jedes Mal durch. Ich habe ein Problem. Ja.
wäre. Und zwar, ich kann im Bett. Okay. Was kannst du? Wenn ich kann nichts essen und nichts trinken. Versuch's mal mit Sandwich und Red Bull. Hast du es bei dir? Zu einem Dealer. Na, ich habe mir immer nur Brot und Wasser, weil ich so viel Geld für Essen ausgebe. Ja, Brot und Wasser bringt sich nichts. Ach, ist mir aber zu viel Geld. Bitte schön, versuch's mal damit. Dankeschön. Ach, jetzt geht's. Siehste. Dankeschön. Nicht verzagen, scheiße Fragen. Ich dachte, ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren und dann werden sie mich da erwischen. Warum solltest du ins Krankenhaus fahren? Aber mir das so gesagt wurde von der Regierung. Okay. Dass ich mich entweder vom RTW behandeln, also abholen soll, lassen soll und dann das behandeln. Oder wenn halt keiner Dienst ist, soll ich dahin gehen und mich dann selbstständig dahin machen. Aber ich darf auf gar keinen Fall mit meinem Wagen dahin fahren, die müssen das machen. Ist zwar ein bisschen komisch. Das ist okay. Normal. Also ich weiß nicht, wenn ich am Verhungern bin, würde ich glaube ich trotzdem fahren. Ja, aber jetzt weißt du ja, was du machst. Ja. Einfach Sandwich und Sandwich. Genau. Ist auch mehr drauf. Ich glaube das Brot und das Wasser, das Leitungswasser und das Brot ist glaube ich so kalt gewesen. Steif und so weiter. Oh, schickes Auto. Genau, den Wagen wollte ich mir zulegen, den der dahin fährt. Oh, du fragst ja, ich bin Lebensmittel, was Fahren angeht. Was bist du? Ich bin Lebensmittel, was Fahren angeht. Nur bevor du fragst. Na, das bin ich auch. Heute Mittag bin ich ein bisschen langsam gefahren, was du gesagt hast. Mal gucken, wo die Polizei ist. Vielleicht werden wir am TC. Vielleicht auch in der Hut, weil sie dich da suchen. Die wissen gar nicht, dass ich bei euch drin bin. Sicher? Ja, die haben uns noch nie zusammen gesehen. Und am Grundstück hatten mich auch noch niemand gesehen. Da bin ich mir jetzt 100% sicher. Ich weiß, ich passe aber auch immer auf, bevor ich aufs Grundstück fahre, gucke ich erstmal ums Block. Und dann fahre ich erst drauf. Ich glaube, die Pull mag mich nicht so. Ach, Quatsch. Oder eher. Ich glaube eher zu viel. Ich mögen mich doch eher zu viel. Kommen wir mal beim MTC vorbei. Achso, die haben jetzt so ein Offroader. Die Pol. So muss. Ah ne, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Wagen war. War so ein Oldtimer. So das Ding, das springen kann. Ich hab vergessen, wie das Ding heißt. Springen. Ja. Okay. So ein kleineres Fahrzeug, so ein älterer GTI. Oder was das war. Okay. Interessant. Oh. Das ist ja noch ein.
hier sieht eigentlich nicht ruhig aus. Hier sieht es nicht nur recht ruhig aus, hier ist recht ruhig. Ja, vielleicht am Stephansplatz. Sind wir doch schon vorbeigefahren. Sind wir das? Ja, sind wir. Also, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Es wäre von der Ost. Oh, oh, oh. Ich höre schon, ja. Da. Nicht hinter uns, Fox. Kuckuck. Katze und Maus. Katze und Maus, ja. Die sind die Moll, Katzen. Na, eher sind wir die Katzen, weil wir in dem Sinne gerade vor uns wegfahren. Bei mir fallen die ganze Zeit die Laternen hier überall um. Das Problem kenne ich. Ich wollte eigentlich nur ganz entspannt mein Auto tunen. Ich habe extra lang geackert, damit ich 60.000 krieg. Das Ding ist, was wollen sie uns anhaben? Die haben unser Kennzeichen nicht, die haben unsere Outfits nicht. Du müsstest nochmal absteigen, bitte. Achso, ja, jetzt. Na, Moment, ich muss nochmal wieder aufsteigen. Ich bin am Tanken, ja. Achso. Lass mich ran, du siehst den nicht. Ja, ich... Ja, konnte ich mir fast schon denken. Man sieht es. Ich habe deinen nämlich vorhin auch nicht gesehen. Das kann man jetzt falsch verstehen. Oh mein Gott, denk doch nicht so. Bitte. Ich habe den Zapfhahn gemeint. Es ist immer noch... Es klingt immer noch genauso. Oh mein Gott. Sorry, der musste sein. Wir waren gerade tanken. Ja, ich habe gerade ein bisschen viel Adrenalin in mir und damit baue ich das Adrenalin ab. Mir gefällt der Übdash gerade nicht. Hm? Gefällt der Übdash gerade nicht. Der ist nämlich so langsam stehen geblieben. Der MPC. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das der war. Das wird der gewesen sein. Soll ich ihn anrufen? Locker war das der. Ich kann ihn anrufen. Moment. Hallo Maui. Wollen wir ihn etwa was machen? Mhm. Warte, wenn er aufsteigt, können wir es sehen. Ja, das ist ja dann Bommelmütze auf. Warum fährt er in Privatkleidung mit einem MTC-Caddy durch die Gegend? Nein, der fährt ja nicht in Privatkleidung, das ist ja seine Dienstkleidung, falls du es nicht siehst. Der Kollege neben dran. Nee, ich seh's ja, der hat ja die MPC-Kleidung. Achso, da sitzen zwei im Auto. Naja, der Beifahrer kann ich, der ist der Arbeitskollege von dem. Ah, achso, ja, nee, ich hab jetzt nur auf den gut geachtet, der da wegrannte. Ah, der sitzt ja noch drin. Oh Gott, die Pulsfläche geht gleich lang irgendwo. Ja, das ist doch nicht schön. Ist ja ein bisschen langweilig. Also wenn man angefangen hat, sollte man eigentlich auch nicht aufhören. Was sollte man nicht aufhören? Ja, Katze und Maus. Achso. Man lässt ja seine Beute nicht einfach laufen. Das heißt jetzt, ich darf jetzt für das Rest meines Lebens nicht lange halten. Ich muss mir jetzt bestimmte Pläne machen, wie ich wo fahre, wann ich wie fahre. Das wird anstrengend. Mhm. Maui, wie geht's dir? Ich darf nirgends so sehr lange sein, am öffentlichen Ort, nur an abgesperrten Punkten.
ist zum ersten Mal wieder ein Taxifahrer da. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin müde heute. Ach, der Juwelier. Oh mein Gott. Passt ja. Genau. Passt, wackelt und halt Luft. Sonst ruf ihn mal an, frag ihn, was er so tut. Okay. Ja, aber dann will er. Ich hab mir gesagt, wenn das hieß, wenn ich ihn anrufe, sozusagen. Treffen. Machst ein Treffen mit ihm aus? Och, nee. Scheint's dann einfach oder? Nicht. Warum soll ich treffen mit ihm? Ach. Machst ein Treffen mit ihm, aber er scheint's dann nicht. Ja, okay. Dann ist er nämlich eher der Blöde für die Brücke. Muss logisch denken. Weil denn, dann wird er wieder schreiben, wo du dich aufhältst. Wenn die da anrücken und es wird keiner da sein. Na Löle. Oh, und das machst du so. Ah, ist doch schön. Du wolltest. Ja. Trefft auf 50.01. Hat die Pulle hatte ich mitgenommen. Wurde das, wäre es hier polizeilich auf polizeidienstlich aufgenommen, wie es hieß. Markus, danke. Das heißt, so viel wie du bist jetzt polizeilich kenntlich, also heißt, wenn du irgendwo nochmal bist, dann werden sie dir nicht mehr 100% glauben und wenn du irgendwo dabei bist, werden sie dich höchstwahrscheinlich reinstecken für Mittäterschaft. Um das kurz zu erklären. Ja. Mit dem Pol beste Sachen zu machen, ist immer blöd. Pol fährt immer einen in den Rücken. Sollst du ein Treffen mit ihm ausmachen? Du wolltest ja noch mit mir reden. Na? Ja? Ja? Das heißt, du hast keine Lust auf die Polen. Ah, die fahren in der Stadt verstärkt rum. Ah, du meinst am Stephansplatz. Okay. Stephansplatz also. Na schauen wir mal. Na überleg, wenn du was findest. Der nächste Polbüro. Und du bist immer noch bei diesem Kleidungsladen? Richtung Stephansplatz. Waffenshop, okay. Dann sind sie gleich rechts von uns. Okay. Sind wir da? Ist nichts. Ja, das ist blöd. Ja, er ist immer noch beim Kleidungsladen. Ja, keine Ahnung. Wie du willst. Das ist. Servus. Was machst du eigentlich hier im Kleidungsladen? Der Kollege tut irgendwas umziehen da. Aha, okay. Genau, ja. Na gut. Wollen wir nicht lieber persönlich reden, damit du. Sonst Handy ist ein bisschen blöd, Akku und okay. So. Okay. Ja, warte mal. Das
So, hörst du mich? Ja. Wo hast du Zeit zum Treffen nachher? Puh, keine Ahnung. Schlag du was vor? Warte mal. Ich will hier gerade reden, weißt du? Ja, los. Sicher. Ich hab geredet mit dem Dings. Das kann der Immobilienmakler. Okay. Genau. Weißt du, wann wieder in der Stadt ist, oder hast du eine Nummer? Ich hab die Nummer von ihm. Das ist der hat. Also das machen beide sozusagen. Mhm. Und ja. Okay. Willst du mir die Nummer durchgeben, damit ich es mir notieren kann? Ja, sicher. Warte mal, ich gebe dir die Nummer. Jetzt geht's wieder. Oh, die Nummer ist. Pass auf. Warte mal, ich brauch die Nummer. Willst du sie von beiden haben oder nur von einem von denen? Beide wäre auch okay. Okay, warte mal. Der eine ist Koch. Gut. Genau, Koch. Wie? Also Koch. Ja. 0664. Ja. 711. Oh, warte. Taucht doch sehr vielleicht irgendwas auf. Ja. Also, du siehst 711 und dann kommt 68. Also ich habe jetzt 0664 und was danach? 711. Ja. Ich bin ein bisschen 68. Nervös. Ja. Wenn die jetzt 61. Ruf einmal an, vielleicht ist er ja da. Hier oder von hier plötzlich rauskommt dann. Wenn er da ist, dann können wir es gleich machen. Schießen, wenn die dicht machen. Was kannst du noch? Komm. Soll ich dir vom... Ja, der ist nicht im Start. Aber warte mal, dann Dings, ich hab die Nummer vom Klaft, warte mal. So, wo ist er denn, Tobi? Schau her, Tobi, da, ich hab seine Nummer, so. Bist du bereit? Tobi Klaft, warte. Genau. Ich kann dir mal die Nummer sagen. Ja. Also 0664. Ja. 30. Ja. 24. Ja. 88. Ja. 7. Warte mal. Probier ich mal bei dem. Ich schau mal, ob ich den schreiben kann. Ich weiß aber nicht, ob man das Lager vergrößern kann. Der ist nicht da. Okay. Nee, weil das Haus ist eigentlich... Das kann man nämlich dann überweisen und die können das dann so machen. Praktisch, dass man das dann so wie überweist. Und... dekorieren. Das weiß ich. Das Inventar kann man irgendwie vergrößern. Okay. Angeblich. Das kann man auch so mehr verstecken, sage ich mal. Ja, alles gut. Ich habe mir eh nach einem Haus weiter oben in den Bergen gesucht. Da gucke ich mal. Ja, dann danke ich dir. Sonst können wir wo rauf schon oder was, wenn du Zeit hast nachher. Aber sonst rufen wir mal an oder was? Jo, mach ich. Aber passt. Tschüss. Dieses Mal hat er nicht zur Folge gegriffen. Ich habe ihn extra die Möglichkeit gelassen. Ich habe jetzt beide Nummern. Hat immer noch nicht gut, auch wenn die gerade beschäftigt sind, dann ist natürlich gut für uns jetzt. Ja, aber das Ding ist, sie hätten doch immerhin einen Dispatcher durchführen können, sagen können, ja, ich gehe kurz auf Seite. Ich glaube mal, Herz zusammengearbeitet mit denen, aber... Keine Ahnung. Vielleicht hat das jetzt sein lassen. Das war eh total auffällig von ihm beim ÖPTC. Ja. Will sich mit dir treffen, auf einmal steht in jeder Ecke und kann da irgendwo einen Funkwagen versteckt. Am Ende noch, wo wir uns noch einen Treffpunkt genau gemacht haben, stand da auch nochmal. Das war so auffällig. Aber ich glaube, dass der Sektorwagen hat uns nicht mal gesehen gehabt. Was? Der da hochkam. Meinst du, wenn das weggefahren sind? Ja, genau. Aber der ist uns mit Blaulicht hinterhergefahren. Nein, ich meine den da am Anfang.
den so, ja, das glaube ich auch. Als ich da Patrouille fahren wollte, schauen wollte. Ich glaube auch, er wusste gar nicht, weil er nicht durchgefunkt hat, weil er geschrieben hat, der Pol, als wir da standen. Er, oder er war gerade am Schreiben, als ich da stand. Also du schreibst so, ja, die stehen jetzt hier und so, so, so. Naja. Ich hab dir ja rechtzeitig gesehen. Aber nix. Ja, zum Glück. Ja, weißt du, ich bin ja extra da runtergefahren, weil ich mit schon denken konnte, von da kommt irgendwas und auf einmal kommt ein Sektormittel von vorne. Hallo Felix. Ja, von Seite dann noch, von links wirst du schon, von rechts war auch noch einer. Und dann steht da plötzlich auch noch einer, also alles ganz mysteriös. Naja. Immerhin haben sie keine Zeit für uns. Vielleicht. Das heißt, sie können rein theoretisch machen, was sie wollen. Solange mich keiner anruft und oder ich mit denen telefonieren muss, ist alles okay. Wenn mir schon das letzte Mal aufgefallen, ich habe mit der Polke telefoniert, stand da halt ein paar Minuten irgendwo, auf einmal kamen sie da alle angerückt. Willst du den Schnapsladen ausrauben? Direkt hier vor der Tür. Ja. Wollen wir den nicht lieber weiter unten ausrauben? Wir können auch den Biller da hinten ausrauben. Ich habe 60.000 dabei. Können wir das noch kurz einzahlen? Sag das doch. Immer noch mit Bargeld dabei. Ich habe Angst, dass ich irgendwas bezahlen muss und dann das Geld nicht da. Ja, aber doch keine 60.000. Doch. Mittlerweile wird fast alles vom Konto abgezogen, was du bezahlst. Ja, ist mir auch aufgefallen. Stimmt fürs Tuning. Sollte ich am besten. Sag mal 65, einen dann habe ich noch. Das Tuning wird auch vom Konto abgezogen. Ja. Das musste jetzt sein. Ja. Oh. Ist der nicht umgeschlagen? Nein, der lag da schon, der war müde. Der ist eingeschlafen. Ja, ja. Ich merk's. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja. Hast du eine Waffe? Perfekt. Ich hab immer bei mir. Perfekt. Wollte mich deswegen vorhin festnehmen. Kann es sein, dass du meine Waffe auch noch hast? Ja. Kannst du behalten, noch. Bisher noch. Der war betrunken. Ja, so wie der gewackelt hat beim Laufen, glaube ich das auch. Wir machen es einfach so, wenn die Pol vor der Tür steht, fahren wir einfach weg. Also dann sagst du einfach, Pol kommt oder so, dann renne ich schnell raus und brich das einfach ab. Ja. Weißt du schon, wie wir flüchten? Shit, ich muss ganz kurz schlafen gehen, ich sehe hier überhaupt nichts. Ich auch. Nix. Ja, ich auch. Ja, du auch. Okay, passt. Ich hasse das. ADX, danke für dein Follow. Also wenn das so weitergeht, kriegen wir heute wirklich noch die 100 voll. Viele fehlen nicht mehr. Drei fehlen tatsächlich nur noch. So, bevor... schnell Audio ausmachen, bevor Twitch mich wieder sperrt. Twitch hat irgendwie so ein... Jetzt ist meine Flasche umgeworfen. Twitch hat irgendwie nämlich so ein persönliches Problem mit diesem... Ja. Mit dem Lied. Pop Loading Screen. Kommandanten. Danke. Auch wenn Twitch das irgendwie noch nicht anzeigt.
Bist du wieder Funk? Moment. Wäre wichtig. Wie du da stehst, bei der gesagt sitzt. Ich hab grad unseren. Ach Gott, warte. Linear am Funk. Ja, so, Moment. Gut. Tank nochmal flott. Soll ich die Camps auch zerschießen oder soll ich sie einfach lassen? Du sollst gar nichts zerschießen. Yeah. Regeln beachten, Mäuschen. Ja, da ist ein Überfall. Hallo Lombeck, begrüße. Ziel auf den Kassierer. Viel Erfolg, Dankeschön. Seid reloaded, der erste Überfall, den ich mache. Seht zu. Hop, 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 hop. Och, Polizei ruft mich an. Die Pole hat mich angerufen. Beim Pille? Die haben direkt gewusst, die wussten direkt, dass ich es bin. Ich gehe da mal nicht ran, weil sonst orten die mein Handy wieder. Obwohl, warte. Nein. Ich muss da eigentlich ran. Geht da noch um eine andere Sache eigentlich. Das ist die Frau Wallner. Die Fania. Soll ich rangehen? Kannst du machen. Ruf die Pol während einem Billerüberfall an. irgendwie passt. Scheiße, Pizza. Irgendwie passt das nicht. Ja. Ja, was kann ich. Was gibt's? Fragt er die Pol, was gibt's? Ja. Ja. Ich kann's erklären. Dieses Mal nicht, nein. Dieses Mal falle ich nicht noch mal drauf ein. Na, ich meine ja nur. Also tut mir leid, nicht böse gemeint, nichts gegen sie oder sonst was, nur ihre Kollegen sind halt so heiß drauf, mich zu fangen und darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Das ist sie. Ja, tut mir sehr leid, aber... Was? Wie gesagt, wenn ich da wieder hinkomme, wird das genauso wie gestern ablaufen, mit Täterschaft und darauf habe ich keine Lust. Weil es ja immer heißt, ich hätte was gemacht, obwohl ich beweisen kann, dass ich nichts gemacht hatte und ja, bringt nichts. Wie gesagt, ich habe gar nichts, also ich muss mal, sie meinen das mit dem Auto.
Ach so, ja dann. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich nichts passiert. Ihre Kollegen waren alle bei mir, wollten mich festnehmen. Ich wollte mich nicht festnehmen lassen, weil ich nicht wieder Lust hatte und bin dann halt weggefahren. Man hört sie nicht mehr. Rival, ne? Hallo? Hallo. Ja, ich habe mal aufgelegt. Ja. Sie hat aber einen perfekten Timing angerufen. Ja, wirklich perfektes Timing. Sie hat nur gesagt, dass irgendwie ihre Kollegen wieder gesagt hätten, dass ich was gemacht hätte. Sie ist halt eine nette Dame und Kollegin, die ich kennengelernt habe. Und was, ich weiß nicht, ob ich mein Handy kaputt machen soll. Schmeiß es einfach weg. Mein Handy? Ja. Aber das könnte ich noch gebrauchen. Wofür? Keine Ahnung. Kannst telefonieren. Business App. Okay. Werf ich es halt weg. Aber wir ziehen uns schnell um. Okay, warte. Ich schmeiß das mal hier in die Ecke. Ja. Weiß aber nicht, ob sie uns orten können währenddessen. Deshalb beeil dich. Ich habe aber keine Kleidung, die unauffällig ist. Nimm mal blau? Ja, nimm mal blau. Ich war draußen. Beeil dich vielleicht dann auch ein bisschen. Nimm einfach irgendwas. Seppi, danke schön für dein Follow. Passt, war jetzt nicht so, aber egal. Los, los. Okay, mein Moped noch schnell umhauen, wegen Kennzeichen drauf. Jo. Und wollen nicht drei machen? So weißt du. Jetzt weist absolut gar nichts mehr auf uns hin. Gut, außer vielleicht, wenn er sich durchsuchen lässt und die Kurve das Schwarz befindet. Aber das wäre dumm, wenn er das tut. Also lassen wir das lieber. Ich hätte mir auch ein paar schöne Blaues anziehen. Ich muss mir echt mal ein paar Outfits vorfertigen. Ja, solltest du machen. Ich hab halt schon ein paar, aber die kennen mich halt alle mit dem Outfit. Wenn die Pole uns anhält, hältst du die Goschen, okay? Natürlich. Gut, dann lass mich einfach nur reden.
Ja, natürlich, immer nur der Fahrer. Kommt heute noch unser Feuerwehrmann wach? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Stimmt, ich habe kein Handy mehr. Er kann sich ja, wenn er wach wird, im Funk melden. Was? Er kann sich ja, wenn er wach ist, im Funk melden. Ja. Nee, ich hab mir so eine Nummer nicht. Ich guck immer so aus Instinkt auf die Uhr. Okay. Jo. Damit ist von vorne. Was? Ah, ja, ja. Ich flüstere eh also. Trotzdem, ich weiß nicht, wie laut du flüsterst. Deshalb riskieren wir es einfach lieber nicht. Okay. Joa. Schmackig. Kommt etwas ziemlich schnell von hinten. Oh. Okay. Okay. Na gut, warum nicht? Das war wirklich schnell. Ja, also, es geht. Respekt. Wir werden verfolgt, glaube ich. Ja, wir haben da. Er tritt um. Das war die Pol, das weiß ich. Mhm. Safe. Ich kenne den Wagen von gestern. Das ist dieser hässliche Typ, der blonde Haare hat. Ich hasse ihn über alles. Oh, Pol. War nicht da. Also, das war wirklich sehr schnell. Bist du verrückt? Oder schwarz geht nach oben ins Lager. Das hast du mir gegeben. Ah ja, hast du, okay. Das hattest du. Stimmt, ich habe den Raub gemacht. Profi. Ja. Trägst du es bei dir ein? Du hast doch deinen eigenen Dings dafür. Okay. Dann schreibst du es einfach rein.
Irgendwas läuft hier rum. Ja, du läufst doch hier rum. Nein, nein, ich hab Schritte gehört. Ich weiß nicht. Moment. Du gehst in den Keller. Ich geh nach oben. Jo. Muss die Musik ein bisschen leiser drehen. Dann komm nach oben. Irgendwer ist anscheinend in unserer Hut. Bleib du an der Treppe, damit da keiner runterkommt. Niesen. Unpassend. Erstes Zimmer safe. Was ist? Erstes Zimmer ist safe. Geh hinten ins Lager vor. Schaust du bei der Treppe noch? Ja. Falls wer von oben kommt. Ich bleib mal hier auf der Treppe. Lager ist auch safe. Wir gehen nach oben. Hier ist zumindest ein Feuerlöcher am Boden. Der liegt da immer. So, okay. Das Zimmer hier ist auch safe. Zimmer ist safe, aber Pol fährt hier vorbei. Zimmer sind auch safe. Ich war mal da am Fenster gucken, da sind Polen entlang gefahren. Okay. Vielleicht waren sie auf dem Gelände. Ja, kann sein.
singst du immer noch? Links du geradeaus. Ich gehe die Treppen runter. Ja, hier ist safe. Alles klar. Packe meine Waffe mal weg. Ich würde mal vermuten, hier war irgendjemand auf dem Grundstück und ist wieder gegangen. Das kann sein, ja. Vorne in den Keller kommt man ja einfach so rein. Ist ja leider kein Schloss dran. Ja, das stimmt. Ja, was soll man machen? Oder die Person hätte auf einem Balkon springen können. So hoch ist er nicht. Der erste. Ich glaube trotzdem, dass er verletzt ist. Ja, klar. Leicht verletzt ist man. Aber dann hätten wir das auch gehört. Theoretisch ja. Also ich glaube eher, vielleicht war er da unten. Weil ich stand ja im Haus und habe ja von der Seite circa, oder vom ersten, also von der ganzen rechten Seite halt was gehört. Ja. Ernsthaft so Fußschritte. Ja, ich habe nachher auch was gehört. Ich weiß ja, wie meine Fußschritte sich anhören. Und seine waren halt anders. Ja. Was soll man machen? Warte mal unten. Oh, hoppala. Schieß die nieder, sagst du, ja, wenn hier mal wer wäre. Schulter am Apparat. Guten Tag. Moin, ich bin's, Mark Johnson. Begrüße. Ich wollte mal nachfragen, ob du weißt, wo man Schwarzgeld waschen kann. Ja, weiß ich. Könntest du es mir vielleicht sagen? Bei uns. Allerdings musst du ein paar Prozente abgeben an uns. Okay, würde ich machen. Was für eine Menge hast du denn? Ich habe gerade nur 1100. Dann spar's dir bitte noch auf. Wir waschen eine große Menge. Okay, mache ich. Super. Dann danke für die Info. Kein Problem. Ciao. Tschüss. Jetzt stecke ich immer mein Handy fest. Ach, jetzt geht's wieder. Fertig die Telefonate? Ja. Wunderbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Bulli heute noch einmarschiert. Ich weiß nicht warum, ich aber. Ich auch. Ich habe irgendwie so, der, so ein Kopfbild, dass irgendwann hier so zwei, drei Fahrzeuge reinfahren. Mhm. Aber die können halt nichts nachweisen, das ist das Ding. Ich bin aber ganz kurz in Gedanken. Ich stelle mich kurz in die Garage. Oder vor die Garage. Ich hole mir einmal ganz kurz was zu trinken. Gleich wieder da.
Ist was? Sorry, ich war auch gerade kurz weg. Ich wäre vorsichtig beim Fahren, du hast ein Kennzeichen drauf. Ich meine ja nur. Das hat Uhr in der Auto. Okay. Ah, ah, okay. Ja, ja, ich seh's. Stimmt, ich hab. Ja, ja. Ah, es ist Rettung. Ich hab noch 2 Gutscheine für den Wiesbauer. Da sind 2 Funkwegen. Die haben. Na, jetzt aber. Ich war noch gemutet. Ach, schon wieder welche mit seinem BMW. Ja, ich bin manchmal so ein Trottel und vergesse mich zu entmuten. Ich muss mir das echt mal keybinden irgendwo. Dann denke ich da wenigstens dran. Mein Headset gibt gerade einen Geist auf, bitte nicht. Ich schalte es kurz ab, danke. Ja.
spring auf. Na los. Gib Stoff. Ne, der Stoff bleibt bei mir. Dann gib Gummi, weil wer das hier Sprit so teuer ist. Genau. Mag ich auch immer. Ich werd schon weg. Das gefällt mir nicht. Was denn? Aber er ist weg. Abgebogen. Ja, jetzt. Aber trotzdem, wollt bestimmt nur mal schauen. Bestimmt darauf gehofft, dass du irgendwas sagst und dann. Dann so einen Tops genommen. Ach so, stimmt, da war ja was. Mhm. Hast du schon wieder ganz vergessen, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht sind? Ja. Mensch. Ja, tut mir leid, ich flüchte nicht so oft. Für mich ist das eine Flucht 5 Minuten und dann hören sie auf, mir hinterher zu fahren und das war's. Ich mag mein Moped in der Farbe nicht. Aber alles für die Flucht. Was man nicht alles für so eine Flucht tut, damit man unauffällig ist. Was ist eigentlich das Gebäude hier? Securitas. Ah. Securitas. Weil die Rettung hat was zu tun. Ich höre alles. Ja, Fischi, wundert mich nicht, du hörst immer alles. Oh shit, ich glaube, ich weiß warum. Na doch nicht. Ich dachte schon. Ich hab kurz schon gedacht, dass du im TS-Channel bei mir bist. Ja, ist sie. Ich hab mir spontan überlegt, dass wir gerade ausfahren. Auch wenn das gerade nicht sonderlich unauffällig war. Aber dann kriegt er den. Ich hoffe mal nicht, dass sie sich umdrehen. Safety die kommt ja irgendwo von links oder so. Wir fahren geradeaus weiter zum Stefansplatz. Da siehst du, da hinten ist er. Ich sehe ihn nicht. Ich bin blind. Rechts. Blind und blöd. So geradeaus rechts. Okay. Ah, I see. Ist dann der Ampel umgefallen. Ich hab's auch gesehen. Oh, Taxi. Ich habe schon noch nicht mehr gesehen. So, wir entspannen uns jetzt eine Runde. Okay. Dann machen wir das. Meinst du entspannen auf dem Motorrad? Ja. Okay, dann komme ich wieder drauf. Ich dachte, wir reden mit U. Nee, mit U reden wir nicht. Nee, ich hab grad was beobachtet. Ich dachte gerade, das wäre ein Pol, weil ich dachte, er hat gerade was im Kopf. Also ein bisschen dann raus. Polizei ist aber blau und das ist rot. Zwischen blau Na, und rot ist das hinter uns, mal nicht. Der Typ da, der da steht. So. Hinter uns. Nein. Nicht der, der gerade entgegenkommt. Ach, das ist unser. Keine Panik, schiff dich nicht an. Ist der Flitzer. Ja, das stimmt.
Wusch. Was machen wir jetzt? Ich hätte halt schon Lust auf eine Verfolgungsjagd jetzt gerade. Oder so ein Kram. Hallo Theresa! Vergrüße! Nochi, seid ihr alle da oder was? Alle sind mal da, ja sicher. Alle da. Weißt du, wo hier der Blitz ist? Ja, jetzt gleich. Hier rechts nämlich. Hinterm LKW. Das ist seine Mission. In der G. Er wollte was Kriminelles. Ah, ne. Blöd drehen. Ach, er hat es nicht mehr. Mensch. Er hat sich doch umentschieden. Ich hab Zuckerwattwölkchen. Naja, halbwegs Zuckerwatte. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir den Spaß erlaube, mir so Mini-Sirene in mein GTA zu klatschen. Ich meine, stellt euch immer so eine Verfolgungsjagd vor nach einem Bilder und du hörst hinter dir so Bido, Bido. Eieiei. Schlimm. Da sind wir dabei. Da ist prima. Ich kann mir schon immer mal die Pini-Möchel anschauen. Nie stehen geblieben. Ich war noch nie hier in Mödlingen bei der Polizeistation. Ich auch nicht. Aber das ist ein Krankenhaus. Das ist ein LKH, ja. Er ist aber ganz komisch. Beachten wir einfach nicht. Was ist hier? Wo ist Schlüsseldienst. Dort. Ist der Schlüsseldienst. Ach so. Darf ich da? Gut. Wo geht die Reise hin? Mach mal Alibu. Mach mal Alibu, okay. Ich will schon. Schauen wir mal. Tau. Ach, scheiße. Da liege ich also. Jetzt die Fische nochmal. Ach, scheiße. Die Möwen. Möwen, genau. Na, wir fahren dann wieder in der Wien runter. Boah, hab ich gerade Sterne gesehen. Bei mir sah das gerade ganz komisch aus. Also ich hab wirklich Sterne gesehen. Du bist gerade doppelt gesprungen.
Das ist ganz gefährlich doppelt gesprungen. Lieber auf zwei Reifen. Hab ich keine Lust auf. Ich habe aber Angst, nur dann fahren, wenn du es richtig hältst. Oder wird es natürlich kein Spaß. Ich habe gesagt, dass du nicht fahren kannst. Wusch. Die Rettung. Was? Schuld. Leitner! Kannst du ver- Ach komm, lieber Ruth. Ich kann fahren. Ich hab grad irgendwie Hunger. Ich will mir aber jetzt nichts machen, ich hab mir erst gegessen. Mich wundert's, es wird viel in meinen Streams gewettet, dass ich meinen Führerschein verliere. Ich habe meinen Führerschein immer noch. Ich habe auch immer noch eine weiße Weste, habe jetzt heute 3 Fluchten schon hinter mir und einen Bilder. Ich glaube, ich mache aktuell vieles richtig. Keine Caps. Stimmt, mich wundert's, dass das nicht irgendwie gesperrt worden ist. Es ist ja nirgends so irgendwas mit Pole. Menschen. Haha, Leitner, du bist der Bot. Was? Sorry, ich verstehe dich immer so abgehackt. Hallo? Ja. Nein, da neben uns. Ist da wer? Nee, wo ist denn hier neben uns jemand? Da steht ein Auto. Wo steht denn hier ein Auto? Links. Das ist die Pole. Hier links steht ein Auto. Hier steht doch kein Auto. Wo ist sie? Da, wo siehst der Funk- hier steht kein Auto. Hä, hey, doch, da wo der Funkwagen gerade gegengefahren ist. Die Dame, steht bei Ihnen hier ein Auto? Warte, bitte, warte. Nein, da steht kein Auto bei mir. Sonst wäre ich da nicht hergefahren. Das steht jetzt da hinten. Ich zeig, wo es steht. Moment. Warte, Moment. Was? Hier, da. Da. Entschuldigung, bitte, um was geht's? Da steht BMW X7, steht da. Hilfe, ich hab recht. Da steht ein BMW X7? Ja, das stand eben gerade noch da. Steig mal in den X7 ein. Wenn du ja, warte, siehst. Warte. Ich stecke also für mich ist da nichts. Ah, da. Offenbar. Hier. Ein verlassenes Auto. Sekunde, ich kümmere mich drum. Achso, wo kommt das Ding jetzt? Ich hab doch gesagt, da steht ein Auto. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich ein Auto steht. Oh, scheiße. Nein, ja, ich doch. Hab einen Schuss hingelegt. Da steht ein Auto, natürlich. Hab ich doch gesagt. Das ist sehr spannend, weil jetzt sehe ich's auch. Hätte mir fast wieder keiner geglaubt. Ich hab schon gedacht, wir haben Halluzinationen, aber ich hab ihnen Unrecht getan. Auch. Nur weil ich schon mal wieder keine Halluzinationen. Das ma. Nein. Sag mal, dass ich das mein Kennzeichen, ist aber nicht meine. So, schauen wir mal, wem das gehört. Warte mal, ich probier mal. Dann schauen wir mal, ob der Herr irgendwas oder die Dame irgendwas braucht von uns. Nee, meine ist es nicht, nee. Und da schau her. Wem gehört der? Ich werde mir das gleich überlegen. Hey, bei mir steht. Was machst du da? Das Auto ist zu. Bist du da eingestiegen? Lass uns das bitte. Indem ich einfach eingestiegen bin. Okay, jetzt ist es zu. Komischerweise. Warte mal, war ich das? Ist das vielleicht doch dein Auto? Nee, also bei mir steht, der Schlüssel passt nicht. Du hast keinen Schlüssel für dieses Fahrzeug. Welche Schlüssel hast du?
Gibst du mir eine Sekunde. Ja, dann probieren wir beide. Ja, ja. Der andere Schlüssel für das. Ich hab doch da unten drunter steht ja, was das für ein Auto ist. Entschuldigung, der Herr mit dem gestreiften Pullover. Darf ich fragen, wer Sie sind? Warum? Ja, weil Sie sich an dem Auto zu schaffen machen und ich wissen möchte, ob das Ihres ist. Na, ich hab mich ich weiß das nicht. Ich hab ja gerade probiert mit dem Schlüssel, deswegen bin ich auch die ganze Zeit an das Auto ran. Mhm, und warum probieren Sie mit Ihrem Schlüssel bei einem Auto? Aber ich auch so einen Wagen habe, der genauso aussieht. Nee, ich dachte, das wäre meiner. Also, es ist nicht so wichtig. Es geht mir aber nur darum, dass ich dachte, das wäre meiner. Wieso ist das jetzt nicht so wichtig? Ja, es ist halt nicht wichtig. Hätten Sie einen Ausweis für mich? Ich muss gucken. Gucken Sie. Bist du im Handschuhfach liegen? Mhm. Kurz in den Handschuhfach von unserem Motorrad gucken. Ja, dürfte. Paula 9, eine Verkehrsanhaltung. Ein weißes Motorrad mit dem Kennzeichen Wien 92639L. Ja. Ist eigentlich da. Musst du schauen. Okay. So. Okay. Wenn ein Handschuhfach ist, dann zeig's mir bitte. Ich hoffe, er fährt. Fahr! Der Kram interessiert mich nicht, die möchten nur, wenn es geht, einen Ausweis von ihnen sehen. Kollegin, wo hast du meine. Wer ist es hier, meine Ausweisung gemacht? Im Motorrad. Ist da drin? Also ist da ein Moped, musst du schauen. Hä? Hey? Ja. Ich finde nichts. Ja, guck doch. Mach mal selber rein. Ja, ist da drin. Hä? Hey. Fahr doch einfach! Soll ich ihn dann rausnehmen? Ja, das wäre nett. Also ich finde ihn aber nicht. Das ist ja das Ding, ich weiß nicht. Feststellung aus SPK1? Na, nicht aus SPK1 gehen. Ja, das denke ich mir. Darum wäre es gut, wenn es ein Ausweis wäre. Das ist AMS, da kann man ja einen neuen Ausweis holen. Dann gehen wir hinüber zum AMS und holen ihnen einen neuen Ausweis. Bitte gehen Schau Sie doch nochmal genau, der ist da. Der ist da drin. Schau doch rein! Wirklich? Ja, der ist da! Soll ich wirklich wegschauen? Ist wirklich wirklich. Sitzung. Der ist da! Schau nochmal genau nach, meine Güte! Nein, der hat mich gefunden. Fahrzeug! Fahrzeug entzieht sich der Anhaltung, eine weiße Yamaha. Flüchtet Richtung Wien Mitte, ist jetzt da beim Stiefel rechts abgebogen. Ja, nein, bitte! Die Dame, sie bleibt auch bei mir. Ja, natürlich. Paula 9 kann das Motorrad jetzt nicht verfolgen, da die ehemalige Fahrerin noch vor Ort ist und von ihrem Beifahrer verlassen wurde. Haben Sie jetzt einen Ausweis für mich? Ich habe einen Ausweis natürlich. Oh, okay. Und ich glaube, ich brauche keinen Ausweis mehr, oder? Wenn es einen Führerschein für mich hätte, wäre ich schon zufrieden. Moment. Bitte schön. Nimm mal die Maske ab, wäre sonst unhöflich. Die Lea Maria Scholz, das habe ich mir eh gedacht. Ja. Bitte schön. Dankeschön. So, Frau Scholz, Ihr guter Freund, der Sie da stehen hat lassen. Haben Sie eine Ahnung, wer das ist, wenn er schon mit Ihnen am Motorrad fährt? Ich habe den nicht nach dem Namen gefragt. Ich bin zwar schon recht lange mit ihm unterwegs, aber keine Ahnung. War das Ihr Motorrad, mit dem man gerade davon geschossen ist? Das war mein Motorrad, ja. Ich schau mal kurz nach. Dann haben wir jetzt einen Fahrzeugdiebstahl, Gott. Richtig? Ah, scheiße. Was heißt hier auch Scholz? Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur gesagt, er soll fahren. Ich meine, wie blöd ist er auch? Er weiß, mein Moped man ist auch auf. Fahrzeuge. Ja. So, die Yamaha R6 war das? Richtig. Nein, das war es dir nicht. Doch, oder? War sie das? Mhm. W92639 Ludwig. Das ist richtig. Oh mein Gott. Das mal der Funkstelle sagen. Aber wie lange er noch zögert.
Moment. Funkstelle für Baller 9, bitte. Ich muss meinen Charakter nochmal wieder überarbeiten. Mein Charakter wieder so ein extremes Doppelkind. Bei dem Motorrad handelt es sich um das Eigentum der Frau Linnea Scholz. Ihr Bekannter, der damit davongefahren ist und sich nicht ausgewiesen hat und der Anhaltung entzogen hat, ist hier unbekannt. Sie kennt seinen Namen nicht. Ich eruiere gerade, ob sie eine Diebstahlsanzeige machen möchte. So, Frau Scholz, mach mal Diebstahlanzeige gegen Unbekannt. Wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Aber ich denke, da ist bestimmt ja, das, wär, das würde ich sogar stark empfehlen, weil es ist auch lustig, dass sie seinen Namen und seine nicht kennen, wenn sein Ausweis bei ihnen im Handschuhfach liegt. Geht denn das? Ja, er ist damit heute unterwegs gewesen. Er sagte mir nur, er hat es da reingetan. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Nein. Ich bin so ein Mensch, ich merke mir, entweder merke ich mir keinen Namen oder ich frage erst gar nicht danach. Ja, selektive Amnesie ist ein Segen für uns alle. Wie dem auch sei, machen wir jetzt eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Fahrzeugdiebstahl? Das ist eh wurscht, dass er jetzt davon gefahren ist. Na, ich denke, das wäre besser, wenn wir eine Anzeige machen. Ich glaube schon, jetzt ja, ich würde es stark empfehlen, weil ansonsten sieht es irgendwie aus, als würden sie jemanden begünstigen, der sich eine anzieht und sich nicht ausweisen möchte. Und an Fahrzeugen herumdoktert, die vermutlich nicht sein Eigentum sind. Dein Stream hängt, glaube ich. Dann schreibe ich das mal kurz, Sekunde. Ich stelle mich ganz kurz auf Seite, weil ich muss einmal ganz kurz meine Augen. Verstanden, ich schreibe. Ich möchte sie nämlich ungern versehentlich hauen. Das wäre nicht so praktisch. Baller 9 informativ, die Frau Schwarz möchte eine Anzeige erstatten, ich nehme das kurz auf. Außerdem informativ, der vorgefundene X7 mit dem Kennzeichen Wien 210-13 Johann gehört den Herrn Ole Klein. Vom Herrn Klein ist weit und breit nichts zu sehen. So, jetzt geht's wieder. Nichts gesehen. Oder auch nicht. Zur Information, der X7 befindet sich bei 8157, falls Sie ihn sich ansehen möchten. Ich werde noch einige vor Ort sein, die Anzeige abnehmen, falls jemand vorbeikommen möchte. Okay, nevermind, das ist gerade mein Internet. Ich hoffe, das fängt sich wieder. Kurz. Ich brauche ein paar Minuten. Hast du es jetzt wieder? Oder hängt es immer noch? Ich glaube, es hängt immer noch. Ich würde einmal kurz flott ein Powernap einlegen. Ich wäre sofort wieder da. Machen Sie! Ja, die Scholz streamt. Danke für dein Follow. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, da hat Felix recht. Die streamt schon ein bisschen länger. Seit einer Woche jetzt schon. Ungefähr anderthalb Wochen.
Ich habe jetzt fix die Lizenz bekommen. So. Nur ich verstehe nicht, warum gerade mein Internet so reinpfeffert. Ich gehe ja mal kurz meinen Bruder fragen, ob der mal wieder da irgendwas sieht. Ja, mein Bruder lädt was runter, es dürfte gleich besser werden. Ich entschuldige mich, hat ein kleinen Ticken länger gedauert. Hallo! So, die Anzeige ist aufgenommen, dass der Herr, der Ihnen nicht bekannt ist, sich mit Ihrem Motorrad entfernt hat. Mehr kann ich jetzt für Sie leider nicht tun, weil wir den jetzt akut natürlich nicht erwischen. Falls Ihnen sein Name wundersamerweise wieder einfällt, können Sie sich gerne am SPK 1 melden. Alles klar. Okay. Und vielleicht überlassen Sie Motorrad nicht irgendwelchen Leuten, denen nicht bekannt sind. Oder wenn Sie schon Namensschwierigkeiten haben, vielleicht notieren Sie sich das irgendwo. Ja, wäre, glaube ich, eine bessere Möglichkeit. Ja, weil sonst stehen Sie jetzt da mit mir und... Ja. 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 Und stehe da, okay, wie bestellt und nicht abgeholt. Ein Moment. Follower noch, da haben wir die Hunde. Bin gleich wieder da. Alles klar. Nein, ich muss mir kurz den Clip anschauen, den du da reingeschickt hast. Nee, wo ist denn hier neben uns jemand? Da steht ein Auto. Wo steht denn hier ein Auto? Links. Das ist Depot. Hier links steht ein Auto. Hier steht doch nicht ein Auto. Wo ist hier? Da, wo der Funk... hier steht kein Auto. Hey, doch, da wo der Funkwagen gerade gegengefahren ist. Ja. Das glaubt mir, hat mir einfach keiner geglaubt. Sigmar Scholz hat jetzt eine Diebstahlanzeige gegen Unbekannt aufgegeben. Der X7, das Ole Klein, ist noch bei mir. Der Motorrad da. Steht bei 8012. Ansonsten würde ich versuchen, den Herrn Klein zu kontaktieren, beziehungsweise den ÖMTC informieren, dass er abgeschleppt wird. Vielen Dank. Ja, Frau Scholz, wir sind soweit fertig. Alles klar. Ich bedanke mich für die Mitarbeit. Tut mir leid wegen Ihrem Motorrad und wenn Ihnen noch was einfällt, bitte kommen Sie zum SPK1. Alles klar, mache ich. Dankeschön. Scholz. Ich werde jetzt auf mein anderes Motorrad umsteigen. Mhm, ich hoffe, wir kriegen Ihres bald wieder. Ja, das hoffe ich auch.
Aber egal, ich habe eh noch ein paar Motorräder. Also nein, egal, ja, ich hab's nicht gesehen. Aber ja. Ja, schade drum. Ich habe wenigstens noch was anderes. Wenn sie so weitermachen, haben sie bald keine mehr. Ja, ich glaube auch. Naja, ich werde mich dann mal Richtung Stefans Platz begeben. Verstanden. Ich wünsche Ihnen heute noch einen angenehmen Tag. Dankeschön, ebenfalls. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auch kann es nicht fassen, dass du eine Anzeige erstattet hast. Warum? Warum nicht? Weil ich Scholz bin oder was? Nicht einschlafen, Scholz. Warum sollte ich einschlafen? Ich bin hellwach. Wach wie eine Wunderkerze. Das hat keinen Sinn ergeben, aber egal. Es fiel mir gerade einfach ein. Außerdem war es ja nur eine Anzeige gegen Unbekannt und ich wusste, er entkommt eh. Von daher. Scholz, wo bist du? Ich laufe gerade Stefans Platz, um ein neues Moped, um dann zum Parkplatz zu fahren. Was? Ich muss nur da drüben hin. Warum? Ich sollte nicht auf der Straße stehen. So, ja, da. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Komm mal wieder da. Diese Schranken wieder da, ja. Mich. Ich habe ein persönliches Problem mit den Schranken. Ist einfach so. Bist du denn tot? Leute, ich habe ein persönliches Problem mit der Schranke. Zur Info, als ich aufgewacht bin, haben wir einen Polizisten vor der Hut gehabt und wie ich aufgewacht bin, ist einfach mal weggelaufen. Okay. Wir sind gleich auf dem Weg. Ich wechsle mal gut ein. Sollte ich am besten den X7 jetzt wieder nehmen oder wird das ein bisschen zu gefährlich? Musst du einschätzen. Ich lasse ihn erstmal stecken. Wenn ich dich wieder mitnehme, ist halt jetzt auch auffällig. Denn ich hab doch was ganz anderes an. Ja, aber trotzdem. Ja, dann. Gut, ja, ich hole. Ich dich jetzt nicht erkennen, aber man weiß ja nie. Ja, ich weiß. Ich hole einfach mal mein Ding jetzt wieder raus. Mit der U-Bahn. Hast du das nicht gesehen? Doch, ich muss ja erstmal einparken hier. Kann ich nicht mit zwei Mobs gleichzeitig fahren. Falls die Pol fragt, woher ich das habe, ich hab's einfach am Straßenrand gefunden. Ja. Und was hat sich noch ergeben? Das war knapp. Hab ich echt noch eine Weile beobachtet, aber ich weiß nicht, was ihr geredet habt, dafür war ich so weit weg. Oh, dies, das, Ananas und so. Okay. Ich hoffe, es waren jetzt Scholz Erklärung, dies, das, Ananas. Ich bin darauf gestiegen, ich wollte dich doch mitnehmen. Bin der Kassierer, steht da auch wieder deppert drumherum. Ich
Ich fahr mal von dir weg, sonst ist das auffällig. Mein Gott, das war weit und breit keine Pol zu sehen. Naja, aber anscheinend war eben gerade Pol hier. Ja, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Warum steht hier eigentlich ein Typ mit einer Tasche in der Hand? Lieferando. Ah. Yes. Die ist das Ananas-Anzeige gemacht und Co. Ja. Na, die können ihm ja eh nichts. Wollen wir mal schauen. Ob sich hier irgendwas versteckt. Sieht aber nicht danach aus. Obwohl, wenn man hier gut steht, dann ist man nämlich... Ja, wenn man hier gut steht. Hoppala. Es muss nichts bedeuten, es kann aber was bedeuten. Was? Hä? Was? Achso, ja, es kann was bedeuten. Ich meine, warum steht er da einfach so auf unserem Grundstück? Das ist halt wieder das Ding. Ruhig hin, von hier ist keiner mehr im Block. Ich bin auch gerade im Block gefahren. Whenever you're ready. Wieder Mensch überfahren. Ja, der geht sonst nicht von da weg. Hast du mir wirklich geschrieben, ich soll fahren, währenddessen ich kein Handy hab? Hab ich vergessen. Der steht trotzdem wieder aufgefallen. Auf. Ich würde den Dude gerne abmessen, aber es geht leider nicht. Sorry, ich hab mir was von McDonald's bestellt. Oh Mann, Felix, ich hab Hunger. Das ist frech. Ich hab wirklich so Hunger, dass mir der Magen knurrt, aber... Ich will nichts essen. Ich hab nämlich... mein Essverhalten so drastisch geändert, dass ich, also ich ernähre mich jetzt nur noch gesund und nach 19 Uhr gibt es bei mir auch nichts mehr zu essen. Ich würde gerade noch mich vergessen. Ach, ihr könnt mich alle mal, das ist frech. Suizidaler Bürger auf der Straße. Ja. Er steht da immer. Den kannst du überfahren, den kannst du erschlagen, den kannst du. Ja. Das Messer sollst du lieber nicht zücken, weil da hast du ganz schnell die Pole da stehen. Nicht mal einen Apfel. Doch, Apfel tatsächlich schon. Toll, wenn du heute noch was machen willst, wir wären hier zu dritt. Mobbing, ja. Mobbing. Frech. Einfach frech von euch. Hallo? Hallo? Na? Hallo? Na? Hi! Tach! Ich hab mein Moped wieder. Wie? Wurde mir gerade gestohlen. Das wurde sie gestohlen? Jetzt ist wieder da. Geil. Hab ich am Straßenrand gefunden. Ich find die Farbe geil. Ja, die habe ich nur vorher erst drauf. Irgendwie gefällt sie mir nicht so sonderlich gut. Also es passt gerade, ja. Aber nachher, wenn ich irgendwie wieder schwarz trage, dann passt es glaube ich nicht mehr. Du hast eh genug Geld. Also ich glaube, ich habe 216.000 am Konto. Ja, also. Dann kannst du das Umlackieren locker leisten. Siehste. Also ich glaube, ich bestelle mir nochmal was, auch wenn ich schon was hatte. Mobb dich halt so gern. Ja, du mobbst mich immer.
Ich würde gerne arbeiten gehen, aber ich bin zu faul. Oh ja, kenne ich. Ich habe trotzdem Geld. Vielleicht habe ich geschnurrt. Ja, 216.000 geschnurrt. Na sicher, muss bei den richtigen Leuten schnurren. Ist natürlich gelogen. Was habe ich hier eigentlich gehabt? Ich habe da. Achso, stimmt. Ja. Scholz, das ist noch ein Punkt. Hier. Hast du meine Frage für ihn verstanden? Ja. Ich meine, er hat doch fast schon eine Frage. Hä? Das ist eine Hose oder ist das ein Netzstrumpf? Eine Thermonetzstrumpfhose. Ah. Eine Thermonetzstrumpfhose. Ich dachte mir schon, das sieht so. So dünn aus. Komisch aus irgendwie. So gestreift? Ja. Jo. Da liegst du richtig. Busch. Aber immerhin trägst du blau, du trägst mal Farbe. Ich trag mal Farbe, ja. Hoppala. Es ist selten, dass ich mal Farbe trage. Naja. Ich bin gleich da. Wenn ich Farbe trage, dann auch nur, wenn ich was gemacht habe. Was machst du jetzt noch? Hier stehen. Warten, was der Tag so bringt. Machst du das wieder Polizist? Bleibst du auf dem Motorrad sitzen? Genau, ich mach das wieder Polizist. Scheiße. Bleib einfach sitzen. Was scheiße. Das Krankenhaus. Was hast du gemacht? Ich hab mich verletzt, am Arm. Das gibt's hier gar nicht. Ja, dann ruft ihr die Rettung. Allerdings gibt's nicht mehr. Ja, ich bin gegen das Tor gelaufen. Was für Mist. Ich bin gefahren. Aber ja, mach ich. Natürlich gibt's keine Thermonetstrumpfhosen, Felix. Ich habe heute auf WM-Spiele getippt, gell? Mhm. Ich habe bis jetzt alle verloren, weil sie alle entweder zu scheiße gespielt haben oder zu gut. Oh ja. Das ist nicht gut. Jetzt hoffe ich, dass Brasilien noch ein Tor schießt, dann habe ich zumindest eins gewonnen. Ja. Ich schleiche mich mal weiter. Ja, viel Moped Spaß. Moped waschen fahren. So. Ist ein bisschen schmutzig. Ja, viel Spaß. Danke. Tschüss. Sorry, kenne mich ja nicht so aus wie du. Ja, aber Felix. Überleg doch mal. Thermo, Netz, Strumpfhosen. Netz, Strumpfhosen. Sag doch schon alles. Netz ist Netz. Die Vega ist gerade an mir vorbeigefahren. Die hat sich mal gejuckt, dass ich mein Moped wieder hab. Ja, ist an dir vorbeigefahren. Erzähl dich gleich. Na, hier wo ich gerade bin, ist überall Pol. Das ist, weil sie die alle lieb haben. Ja, gerade mich. Ich hoffe, der Spanier das schon raus hat, sonst bin ich um 4 Kästen Bier ärmer. Mies. Frosch. Ja. Für mich gibt es nur zwei Sachen: Frauendingsbums und Sachen für Männer. Mir gefällt der Dude irgendwie nicht. Der fällt mir nämlich hinterher. Steckt ein Auto im Boden, da stehen zwei LKWs hintereinander. So, jetzt kommt die Vega von allen Seiten und nimmt dich hoch. Nein, bitte nicht. So, ich hab die Rettung gerufen. Für einen Kratzer am rechten Arm. Bitte nicht. Noch ist mein Strafregister leer.
Dennoch bin ich überall dabei. Überall dabei, wo Chaos entsteht, wo was passiert. Kann man helfen? Bitte? Kann man helfen? Nee. Weil sie auf der Straße stehen. Ja, besser, oder? Ja, besser. Müssen sie irgendwo hin oder so? Ja, eigentlich zum Armes, wissen sie. Wir unbedingt da stehen sein. Ja, dann springen sie auf. Springen sie hin. So dann schön. Bin ich. Okay. Ist okay. Ja, wie kriege ich... Fingermaustastmuskel. Ach, dankeschön. Bitteschön. So, bitteschön. Vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ich glaube, da will ich unbedingt in deinen Stream sein. Er fällt mir ja nicht mehr hinterher. Das ist gut. Wenn du in all den ist raus. Na, I mean, so bekannt bin ich ja noch nicht beim Stream, dass mir irgendwer unbedingt hinterherfahren möchte. Also, denke ich jedenfalls. Hauptplatzholz kommt er auch, sie sagt, sie fährt, er fährt auch zögerlich, ist er dann an den Waschding da. Ja, Raser. Was heißt die Raser? So schnell fahre ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ich rase. Ich fahr doch ganz langsam. Schießt sie nieder, die Raser. Nein! Dude, sie stehen da im Weg. Machen's Platz. Es bringt nichts, ihn umzufahren. Ich weiß. Hä? Ist... Okay, nevermind. Trotzdem, deine Outfits passen zur Maschine immer, kann das sein? Nein, eigentlich nicht. Nein, hab's mir gerade so gedacht, weil der Outfit zur Fahrt von der Maschine passt irgendwie daheim. Frage, hast du die Rettung auf deinem Weg hinfahren sehen? Nein, hab ich nicht. Ich krieg einen Kasten Bier, wenn dein Leib mir in der nächsten halben Stunde gezogen wird. Wie soll ich den Kasten Bier per Post schicken, oder was? Aber sie. Das ist aber nicht die Rettung. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Geräusch. Ich glaube, du solltest dir einmal einstellen mit deiner Maschine kurz. Naja, aber die Farbe, die habe ich jetzt nur, weil wir heute relativ lange auf Flucht waren. Ja, das ist meine ja. Ich stelle die mal hier jetzt halber drin unter und ich schaue, was passiert. Ja, ich mache ja jetzt eh nichts mehr. Da kommt die Rettung doch. Können wir halt den Kuchenbackkurs veranstalten? Das können wir dir später gerne zeigen, ja. Aber ich habe gerade noch meine Bodycam laufen, deswegen jetzt noch nicht. Okay. Oder du läufst mit dem Kasten zu mir. Klar! Aber gut, dass ich weiß, dass du die laufen hast. Ich laufe mal eben 900 Kilometer. Ja. Ja, ich stehe auf der anderen Seite. Na gut, ich fahr erstmal wieder. Bis später. Variante 3, du gibst sie mir, wenn ich dich besuchen sollte. Nimm mal Variante 3. Mit Variante 3 bin ich einverstanden. Sind eh nur 900. Noch sind es 900, Felix. Noch. So leidner wären das. Kapap. Kapap? Was ist mit Kapap? Leider wäre es mehr. Ja. Obwohl. Na, ich glaube gar nicht so viel mehr, oder?
Ach so, ja, durch Nahtleitner sind das nicht mehr. Stimmt, ich finde die zweite besser. Nein, ich laufe nicht. Ich werde keine 900 Kilometer zu Fuß laufen mit dem Kasten Bier. Never. Ja, ich habe schon verstanden, Felix. Ich hab das schon verstanden, worauf du hinaus wolltest. Ach Mist. Ja, sicher so. Ach Mist. Oh nein. Kurzer Hänger. Komm dir entgegen, treffen uns Nürnberg. Ja. Ist trotzdem für mich noch am weitesten. Was war denn das für ein Manöver? Und kriegst Ticket ausspendiert. Aber nur nach Hause. Hm. Mensch. Hab gedacht für die volle Fahrt hin und zurück. Ja, oh Mann, was wolltest du jetzt schon wieder? Ja, ich fahr ja schon. Eine Verkehrsanhaltung bei 80. 53. Eine weiße Yamaha R6. Ich hab meine Maschine wieder. Mit dem Kennzeichen 92. Für solch einen Scheiß ruft man ihn Ludwig. Aber einfach hinfahren können, statt dass er sich jetzt wieder mal hier entfernt. Ich hab meine Maschine wieder. Wie ist denn das jetzt passiert? Erklären Sie mir das einmal. Ich hab die am Straßenrand gefunden. 92 63 9 Ludwig. Erstaunlicherweise ist es die Maschine, die die Frau Scholz vorhin gestohlen gemeldet hat und wo sie jetzt damit wieder herumfährt. Ich werde einmal fragen, wie sich das ergeben hat. Ups. Frau Scholz. Ja. Wie genau ist denn die Maschine jetzt wieder in ihren Besitz gelangt? Ich bin so neugierig. Ich habe die am Straßenrand bei einem Parkplatz gefunden. Tatsächlich? Ja. Unglaublich. Und lassen Sie mir raten, der Ausweis von dem Herrn, der mit Ihnen mitgefahren ist, war natürlich nicht mehr im Handschuhfach, oder? Der war nicht mehr da. Mein Gott, unglaublich praktisch. Oh oh. Frau Scholz. Danke so für die Mitnahme, ja. Ja, vielleicht könnten Sie in der Wahl Ihrer Beifahrer ein bisschen vorsichtiger sein. Könnten Sie mir den Gefallen tun, weil unbekannte Herren auf Ihren schicken Motorrad mitzunehmen, Sie haben ja gesehen, wie das ausgeht, ich mache mir da so Sorgen um Sie. Ja, ich glaube, ich soll das nicht mehr machen. Irgendwelche fremden Leute mitnehmen. Mhm, ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Nicht, dass ich noch gekidnappt werde oder so. Es geht einfach nicht so optimal aus. Grüße. Glaube ich nicht gut. Grüße. Schau mal, haben Sie den Motorradfahrer da gesehen? Den habe ich gesehen, aber ich bin gerade in einer anderen Anhaltung. Der hat mich geschnitten. Ja. Der ist gefahren wie ein Geistesgestörter. Ja, ich habe gesehen, dass er keinen Helm tragt, also wahrscheinlich erledigt sich das Problem bald von selbst, wenn er weiter so fährt. Ja, ja, das wollen wir jetzt nicht hören. Möchten Sie, dass ich ein Mittel dazu rufe, das Ihre Aussage aufnimmt oder dem weiter nachgehen? Weil ich bin gerade in einer Anhaltung mit der Dame. Nein, das ist nicht notwendig. Aber schauen Sie, da vorne kommt er. Da vorne kommt er schon wieder. Ja, da kommt er. Test, geistesgestört. Holen Sie ihn runter. Haben Sie den weg. Frau Scholz, wir möchten uns nicht abdenken lassen. Bei welcher Postleitzahl haben Sie denn das Motorrad wiedergefunden? In der Linzer Leinzer Straße. Bei 8012. In der Leinzer Straße, so weit weg. Leinzer Straße, Postleitzahl 8012, ja. 8012? Den Akt hier aufgeschlossen setzen. Ich kann nur sagen, bitte seien Sie vorsichtig. Haben Sie die Pflichtgegenstände mit, wenn wir schon dabei sind? Ich habe die sowieso immer dabei. Darf ich die ganz kurz sehen? Sie wissen ja nur das Verbandspäckchen. Kann ich auf den Fußboden legen, ja. Ja, bitte, das ist lieb. Ich steig mal dafür ab und komm mal rüber. So. Okay. Na, ach, Moment. So. Ja, kein Stress, wir haben Zeit. Jetzt aber. Schau nur kurz. Ich finde das sehr interessant, irgendwie in jeder Verkehrsanhaltung sagt jeder bitte? Was anderes. Na, bei Ihnen passt ja sonst alles. Ja, sie müssen echt in der Wahl ihrer Mitfahrer ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt so viele zwielichtige Gestalten in Wien. Der war so nett zu ihnen, dass sie sogar am Straßenrand stehen lässt. Ja. Und stimmt. Sich mit ihrem schönen Moped davon macht, wäre ewig schade, wenn das wieder passieren würde. Wenigstens ist es heile geblieben.
Na dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Fahrt und ich bin froh, dass Sie Ihr Moped wieder haben. Wünsche ich Ihnen ebenfalls. Fahren Sie schön vorsichtig. Gleichfalls. Wiedersehen. Schönen Abend. Tschüss. Ich und Netz. Ich habe mich gerade so viel rausgeredet. Eieieiei. Bist du narrisch? Ganz nett, ganz, ganz nett. Das glaubst auch nur du. Ja, das glaub auch nur ich. Vergessen halt um mit Scholz. Ja, sie wissen ja, ich bin ganz nett. Jetzt wollte ich schon wieder Moped waschen fahren. Ich war erst Moped waschen. Tanken wollte ich eigentlich. So rum war der Spieß. Aber ich bin woanders lang gefahren. Nevermind. Nächstes Penny wusste von vornherein, dass du es sofort wiederbekommen hast. Ja, ich glaube, die konnte sich das schon denken, dass ich da um den heißen Brei drumherum geredet habe. Ich konnte auch gerade nicht ernst bleiben. Dafür ist die Penny zu nett, dass ich da ernst bleiben konnte. Waschstiefel findest du dann jemand auf Tinder. Oh, Felix. Gleich gibt's einen Timeout. Der tut das, der fährt auch schon die ganze Zeit. Überall da, wo ich war. Ich sehe den überall. Eine Frage, kann einer von euch kurz zum RMTC fahren? Ja, ich kann gleich hinfahren. Ja, ich brauche halt nur jemanden als Backup, falls ich hier schnell weg muss. Habe ich jetzt getankt? Ja, ich habe mich gerade verletzt, die Bruder. Also ich habe da leider nicht blöd, ich bin vom Ureinwohner angefahren worden. Okay. Was machen meine Leute? Hä, hey, was für kurze Folge, wie ruft ihr eigentlich die Rettung? Muskel. Fingerzehenmuskel. Sofern du es festgelegt hast. Danke. Selbstständig ist keiner mehr, oder? Oder ich war manchmal. Na, aber natürlich leider nicht. Da ist er wieder! Da! Das ist blöd. Schaut sich an, da ist er wieder. Falls im Deutsch. Da ist er wieder! Direkt. Was meinst du? Anfall pur. Anfall pur. Ja, ich krieg den Anfall! Ich krieg einen zu viel. Ich fühl mich beobachtet von dem Dude. Was muss ich denn da aufhören? Klar, das ist aus der Ecke gekommen. Gerade jetzt, bitte! Da! Was? Der Tod ist beim RMTC, hol mich ab. Ich bin auf dem Weg. Ich stell dir einfach mein Moped wieder ab. Wo bist du? RMTC, Hinterausgang. Dieser scheiß Mechaniker. Ah, genau. Nimm. Mit dir. Guck mal, ob du irgendwie zum RMTC, obwohl lieber nicht. Lass es also lieber da in Ruhe. Er hat mich schon wieder verraten, der Typ. War ja klar. Soll ich meine Kollegen beschimpfen? Na, ohne Witz, der eine, der snitcht die ganze Zeit. Der wird noch sehen, was er davon hat. Verdient. Hey, was genau muss ich noch auf den Finger öffnen, dass sie die Rettung rufen kann? Ich würde vorschlagen, dass er sich ins Einzelnere begeben. Okay. Frau Scholz. Grüße. Vielleicht gehen Sie mit den Herren vom MDC ins Innere. Es treibt sich da jemand herum, der unter Umständen gefährlich ist. Okay, alles klar. Fahrer 9, halt aber beim Nahbereich auch schon nach dem Herrn Meier. Ja, gut, dann drehen. Und die Sirene bitte abhalten. Die Sirene bitte hier. Was für eine Sirene? Es läuft doch gar keine Sirene. Es
läuft doch gar keine Sirene. Das Problem ist, sie haben jetzt meinen Mercedes. Mensch. Ja, Molotow wurde gerade geschmissen. Das ist schlecht. Was? Molotow wurde gerade geschmissen? Was? Ja, glaube ich ja auch. Die wundert sich nicht mehr, dass so ein Molotow... Kann mir kurz anfangen, ja, dass ihr das Dinger öffnen muss, dass ich mal Rettung brauchen kann, sie soll bald verbluten. Polizei sucht dich jetzt schon. Hab ich mir gedacht. So, ich eigentlich komme mit dem Chat gar nicht mehr. Es geht jetzt hier wieder ab. Ich weiß gar nicht, wer gemeint ist vom MTC. Haben die irgendwas mit meinem Mercedes gemacht? Leitner, könnte ich mir vorstellen. Nein, Leitner ist es nicht. Früher oder später muss er zum MTC. Safe, er fährt mit meinem Moped. Ich kann mir schon denken, welcher. Ja, genau, der ist es. Hallo Biber. Ja, hallo. Ich glaube, es sagt der, glaube ich. Du siehst erstmal den Wagen, ne? Ich habe 14 AW. Hallo! Wie ist der Name? Schöner ist wieder AW. Ja, der wurde so. So, genau so wurde er vor Ort aufgefunden. Ja, bist du deppert? Was haben die mit dem anderen Reifenfelder? Die originale S2 ja, und die Aktie, alles, ja. Ah, Scheiße! Naja, und die. Maschines Auto. Was hast du mit dem Auto gemacht? Ja, das ich ist gar, ja, total scham. Ja, ich hab gar nichts damit gemacht. Irgend so ein Sauhund hat mir mein Auto geklaut. Jetzt war ein ganzes Wochen das Auto, eine ganze Woche war das Auto weg. Ja, wir haben fast 100. Und heute quasi hat mir das LKA angerufen, weil es wieder auftaucht. In dem Zustand. Och Gott. Ja, ein bisschen. Ein paar Kratzer haben die gemeint zu mir. Ach, ey, ein paar Kratzer. Ich glaube, wir gehen. Ich wohl noch fort. Und die Tierfelder. Ich bin jetzt rein, wenn man Auto will. Das ist ja. Also wirtschaftlich. Die Tür abmontiert könnte und sein, dass sie noch draußen stehen. Ort. Also, weiß nicht, wo die Tür leider hin ist. Das komme ich jetzt auch. Entschuldigung. Okay. Ja, es gibt so eine Bande, die Türen demontieren und fladern und wechseln alle. Und das ist die gleiche Bande, was die Reifen montieren, oder was? Ja, genau. Wir können ja einen Reifen von da und da anbauen. Check. Das die Föhn passen ja nicht zusammen. Schaut einmal die Föhn an, schaut einmal die Föhn an. Das sind ja originale S4 Föhn. Und das ist ja irgendwas. Ich halt eine Frage, was muss ich auferlegen, wenn ich einen Rufen? Wagner, kannst du mir eine Tür holen, bitte, wenn ich... Kannst du mal das so grob überschlagen? Ich wollte das Achso, okay, na, dann passt du. Kannst du mal das so überschlagen, Wagner, was das kosten wird? Naja, recht billig nicht, also... Morgen, ja. Ja, frohe Weihnachten. Servus. Ey, was kannst du gar ein Tier vom Lager holen, bitte? Natürlich, was haben wir denn da? S4 B5 Tür. Passt. Bitte, S4B5 ist ganz wichtig. Wieso könnt ihr euch alle beim ÖMTC umziehen und ich nicht mehr? Das ist auch komisch. Ich wünsche euch noch was, ja. Ja, was? Ja. Komisch. Naja. Maschines Auto, Alter, um Gottes Willen. Scholz, hast du nicht irgendwie die falsche Fahrbahn? Ja. Der Glücksberg hieß du um. Ach du Scheiße, zieh ich erst. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ah, Glücksbärchen, die macht mich fertig, die Scholz. Na, das ist nicht richtig. Ich hab da einen auf meinem Handy. Da muss ich da kurz sagen, Moment. Erst, ich kann mich auch nicht mehr umziehen. Hey, warte mal, super. Warte mal, ich bin außer dienstlich gemeldet, hä? Ach nee, bitte, jetzt fängt das wieder an, oh nein. Marcel, wieso... Bist bereit, Scholz? Wieso bin ich wieder abgemeldet vom PC? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Ich werde die ganze Zeit abgemeldet. Ein Glücksbärchen sein, ich bin aber ein frecher Glücksbärchen. Du, ich muss kurz mal woher, ich muss ganz kurz... Ja, warte kurz. So, ich leg mal die Tür Scholz, her. Bist du noch da? Ich kann gar nichts... Mit. Ich bin noch da, ich kann gerade gar nichts mehr machen, warte mal. Okay, ich hab die Folge gefunden. Sind am Folie die Typen, ich hoffe, ich kann ab Mitte nächste Woche wieder... Was muss ich denn auf Finger 11 legen, dass ich die Rettung rufen kann? Glück hat sie trotzdem, trifft dauernd auf die... Nein, nicht auf dem Finger 11 Muskel, auf dem Finger 10 Muskel und wenn nicht notfalls über einen T-Muskel und dann mit dem Muskel slash intern. Mal du, ob du dich umziehen kannst. Ich kann mich privat nicht umziehen, im Prinzip. Das geht bei mir nicht. Probier's mal. Kann ich reinfahren? Also ist da jetzt niemand, wo mein Auto steht, gerade rein? Welche Glücksnummer hast du? 279. Ja, dann aber jetzt, Vollgas. Kannst du mich kurz raushauen oder? Kann ich nicht raushauen, ich will. Ich denke die müssen ab. Okay. Na, weil schau mal, ich gehe auf Zivilistenkleidung. Und jetzt passiert das. Gar nichts. Ja, okay. Ja, darf ich auch mal euer schönes Lager sehen? Nein, ich war schon nach dem Porn. Das bringt nichts. Noch einmal.
Hab ich. Bringt nichts, das ist mein Fehler. Nicht. Du warst gerade nicht powernappen. Ich hab der Motorrad dann abgestellt. Okay, was war das jetzt? Will ich wissen, warum da jetzt ein Fahrzeug Ich glaube, ich muss nochmal die Pol anrufen. Warum die Pol? Ja, weil der Wagen gerade gestohlen wurde. Na geil. Mensch! Was für ein Wagen? Zwei Poleinheiten sind auf dem Weg zu euch. Mensch, mein Moped ist wieder da. Sitzt du dir Schulz? Schon wieder! Boah. Ja, grüße, wiederholen. Ein Kfz-Diebstahl beim ÖMPC. Ja. Ich glaube, ich muss Mercedes aber... Ja, er ist so eine Snitch, Alter. Er ist so eine Snitch. Die Hüfte wegen Abmontieren. Die Person hat es ja eilig. Heuten. Ja. Ich habe die Person nicht gesehen. Ich habe gesehen, nur mal, wie er weggefahren ist, also... Oh mein Gott. Weil er nicht mehr da ist und er gerade weggefahren ist. Definitiv. Ich würde halt vielleicht dazu sagen, dass ein maskierter einer gefahren ist mit einem Motorrad und maskiertes Auto gestohlen hat. Schwarzer Mercedes. Völlig. Ohne Kennzeichen bei. Penny wird das safe gleich auffallen, dass das ein Spielchen gerade ist. Dass ich dazu gehöre zu dem Ganzen, was da gerade geschieht. Er ist in die Raum. Weißt du, in welche Richtung? Ich vermute, dass er raufgefahren ist, weil es schneller geht. Passt. Gut. Wunderbar, perfekt. So, da. Gut, das ist ja auch kein Reifen mehr. Na, dann greifen wir uns wieder da hin, ja. Kurz weg, ich sag, also der Wagen ist gestorben und er ist nicht angemeldet, gar nichts. Ach, glaub ich, hab ich den. Okay, passt. Na, dann was denn Dank. Okay. Das ist einer meiner Leute, deswegen. Alles klar. Also ihre Leitstelle ist aber sehr gereizt heute, naja. Er hat viel zu tun. Herr Wagner, ich habe jetzt da ja. Im Nahbereich gesucht. Wir haben ein Problem. Der Wagen wurde geklaut. Dieser Wagen da, der hinter mir steht, wurde gestohlen. Ich check das nicht, ich geh ins Krankenhaus. Der hat sich gerade geschüsst. Aha, und wer hat das gestohlen? Ich hab's nicht gesehen. Selbst ich hab nicht gesehen, schwer, sonst schauen wir, ob du über Handy nachschreiben kannst. Mitgeteilt? Ja, ihr Funkstelle war nicht recht begeistert. Okay. Das kann ich mir vorstellen. Der war sehr gereizt, also ich weiß, ja. Also, Frau Inspektor, wenn ich mich kurz einmischen darf. Ich habe nur gesehen, dass ein Herr mit dem Motorrad da reingeschossen ist, genau. Mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Ja. War voll maskiert mit einer schwarzen Maske, ist ins Auto eingestiegen und der Fahrt eifelt. Das Motorrad hat er stehen lassen. Da habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Keine Ahnung. Dann können wir Fahrgestellnummer nachschauen. Fahrer 9 wäre gerade beim MDC. Der ist Motorrad? Ja, super. Dann machen wir mal. Da wieder ein bisschen anholen, gell? Das ist mein Moped. Ja. Nein, das ist der Frau Scholze Moped. Das habe ich heute schon öfter gesehen. Das ist meins, ja. Wo ist denn das eine Motorrad? Hoppala. Ich sehe dann kein anderes. So, da. Kurze Frage. Wie sind das Motorrad aus schwarz, oder? Ohne Kennzeichen. Schon. War das nicht das Motorrad, mit dem da einer gekommen ist? Keine Ahnung. Ich sehe schon. Ich glaube, dass der mit dem Motorrad da einer gekommen ist. Ja, da muss aber er das Motorrad auch gestohlen haben und ist hergefahren. Na, aber so, mit ich kann dem Motorrad sagen, bin ich eben gerade noch hierher gefahren. Es sind bereits alle Funkmittel informiert, also sie halten eine Ausschau, aber aktuell können wir jetzt da leider nicht viel mehr machen, wenn das Motorrad jetzt nicht vor Ort ist. Weil das Motorrad gehört der Frau Scholz, das bin ich mir sicher, weil das habe ich heute schon genau angeschaut. Wenn wir einkaufen, okay, dann kommt nicht vor. Zwei Schrauben noch. Okay. Was ich Ihnen noch sagen wollte, nach dem Herrn, den Sie mir vorher genannt haben, habe ich jetzt Ausschau gehalten im Umkreis, ich habe ihn nicht erblickt. Und passt. Also ich glaube, er wird sich entfernt haben. Ja, in die Richtung. Ja, ich habe alles abgesucht, aber ich habe ihn nicht gesehen. So, naja, da kann man nichts machen. Leider. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Passt. Jetzt sind wir, glaube ich, fertig. Ich frage mich, ob es irgendwann mal einen Tag gibt ohne Polizei mal. Aber anscheinend gibt es das hier nicht mehr. Naja. Vielleicht sollte ich mich einfach nur nicht mehr in der Nähe aufhalten.
Vielleicht muss er wieder. Herr Wagner! Ja? Fahren Sie mal bitte den Abschlepper da hinten weg. Sie doch nicht. Ich frage mich, ob es einen Tag gibt, wenn nicht Alice Apol meldet. Wenn er sie die ganze Zeit ruft, kein Wunder. Daran denkt er. Oh, der Gute ist. Hier ist wieder Heiler. Ich bin wieder am Punkt. Wie schaut's aus? Ich habe ja vorhin noch die Pole anfahren sehen. Ja, die suchen dich jetzt. Ah, perfekt. Sind wir alle Streifeneinheiten informiert? Schaut's eigentlich aus mit dem Typen? Hat er was gesagt? Ich kann noch gar nichts essen. Ja, nein, vielleicht. Also bei mir fährt das Auto immer noch im Boden. Ja, das kann sein. Ja, gut. Scholzi veranstaltet jetzt wieder Chaos. Chaos hier und Chaos da. Ich muss unbedingt zum Schengen zurück, Alter. Dieses Doppelkind da unten. Boah, nee. Katamasse wurde geplant, hab's gerade noch am Tisch gesehen. Das Fahrzeug wäre jetzt draußen fertig. Super, vielen Dank. Rechnung macht mal der Kollege. Ja, passt. Weil ich glaube, dass der Kollege kurz bei der Suppe kochen ist, glaube ich, bei der Regierung. So. Haben Sie einen Schutzbrief? Ja, hab ich. Die Rechnung. Also Schutzbrief sehen wird jetzt schwer werden, weil wo habe ich denn den Schutzbrief? Elmuski. Achso, Moment, ja, okay, ja. Gespeichert. Nee, Elmuski. Werden die nicht. Na, die werden doch nur noch so ins System eingetragen. Digital, ja. Genau, digital. Genau. Deswegen, das hätte mich jetzt ein bisschen verwundert. Ja, ich bin noch ein bisschen alt unterwegs. Bei mir kommt jetzt auch Rettung dann. Während ich fahre, dann kommen wir wieder zurück. Schaust du das mal kurz nach? Ja, ich kann nicht nachgucken, wo du auch immer bist. Na, du kannst ja nicht mit ihm zusammen ins AKH fahren. Er muss ja mit der Rettung. Nee, ich meine ihn ja abholen. Ich mag meinen Computersystem. Ja, das geht. Den hinfahren und danach wieder abholen. Das geht natürlich. Du musst ja nicht aussteigen. Aber hinfahren kannst du nicht. Kannst du nur abholen. Ja. Wagner hättest du mir. Ja, ich habe das da jetzt sind, ja. Dann werde ich mir wieder. Da gibt's so ein kleines Problem. Okay. Ja, brauchst du mir oder brauchst du mir nicht? Nee, ja, sonst kommen wir nicht so. Tu ich doch schon wieder. Du machst das mit der Rechnung. Schon viel Spaß. Fahrzeug steht einmal gegenüber. Wie schaue ich bitte? Auf dem großen Parkplatz. Hilfe. Frau Scholz, wie kann man Ihnen helfen? Ich brauche nur eine Wäsche. Alarmanlage, Fragezeichen. Nope. Gibt's die überhaupt wieder? Ich weiß es nicht. Ciao. Das ging aber schnell. Hallo, ich will mit. Aufsteigen. Ah, dann gibt's. Bitte nicht mich kaputt machen. Kann doch. Ist bei dir offen? Ist offen.
Alter. Ich kann fahren. Ganz ruhig. Hm. War das gerade ne? Hm. Ich habe einen Schutzbrief. Ja? Ja. Das weiß ich zum Glück auswendig bei dir. Gut. Perfekt. Wiederschauen. Wiederschauen. Seid ihr noch alle an der Hut? Ich bin nicht an der Hut, ich bin am Rumfahren. Okay, alles klar. Wäre ein bisschen gefährlich, wenn ich so fahre. Ist Dings noch am AKH? Ich bin gerade am AKH und da ist er nicht. Streifen ist gerade bei mir. Okay, ich bin nämlich auch am AKH. Ich stehe immer gerade und warte auf die Rettung, da kommt irgendwie keine Sau bei, was ist das, 71 auf der 60. Du musst, hast du, wenn du sie angerufen hast, musst du warten, die brauchen manchmal ein bisschen lange. Ja, anrufen geht dann nicht, mit dem Text müssen machen. Wie hast du die jetzt überhaupt informiert? Du gesagt hast, wir über den D-Muskel. Mit slash internen Muskel, oder? Mit 144. Warte, Moment, so. A gefunden, ja, Tastatur, S auch A. Die Rettung rollt. Rollineal, warum gehst du eigentlich nicht in Aufnahme? Hast du den Streamerrang im TS? Ja, den Streamerrang habe ich jetzt eben gerade erst bekommen. Danke. Kopa, nein, das ist nicht Kopa. Bitte. Wenn es Kopa wäre, würde ich dem nicht so hinterherfahren. So, ich muss zum schönen Erschauen. Wir korrigieren jetzt mal doppelt hin. Die fahren jetzt so und außen würden die nicht bei mir anhalten. Einfach nur, weil sie lustig sind. Obwohl doch, vielleicht schon. Ach Gott. Felix, gib mal Ruhe. Gib einfach mal Ruhe, ja? Einfach kusch. So. Schauen wir von der Seite. Schau, die Doppelkinder hier. Kiefer. So, ich mache jetzt mein komplettes Gesicht auf Null. Nein, das lasse ich lieber. Ich hole mir erst das andere Outfit dafür. Wo habe ich mein Moped geparkt? Ach ja, da. Ja. Kieferbruch. Ich muss die Musik einfach ausmachen. Ich kann heute keine Musik mehr hören. Ja, viel Spaß da. Das ist aber nicht das Outfit, was ich rausgesucht hatte. Outfit ändern, Moment mal. Das war das. Die Maske habe ich nämlich gesucht. So, viel gibt es anscheinend schon.
Maske 3. Ich habe Maxe geschrieben. Oh mein Gott. Da, das ist nämlich das Problem. Meine Stirn. Darf man eine geschirmte Zelle anführen? Hast du mal auf die Uhrzeit geschaut? Kann ich ja nicht, ich habe ja kein Handy mehr. Die Uhrzeit. Ja, warte kurz. Du kennst die Staatsregeln? Ja, ich konnte ja nicht auf die Uhr schauen, ich habe ja kein Handy. Nein, aber nur so an sich, ob das möglich wäre. Ja, ist möglich. Okay. Nein, meine Maske! Oh Mann, ich hasse es. Alter, auf die Rettung war das echt gefühlt ewig, gell? Sofern sie die Nachricht überhaupt bekommen haben. Ja, der hat sogar... Okay, die wollen mich anhalten, ich hoffe, jetzt recht mit aussteigt. Jetzt 8055. Schöner Outfit. Maxe. Nicht Maske, sondern einfach Maxe. Stimme sagt auf, tschüss. Auf die Autobahn werde jetzt von zwei Fahrzeugen verfolgt. Du musst da nicht jedes Mal flüchten, obwohl sie kennen deinen Namen, verdammt. Ah, deswegen ja, und die haben mein Kennzeichen alles. Ja, ich habe ja nichts gesagt. Dann sehe ich zu, dass du fährst. Ja, ich komme nicht hinterher mit Wagen als Flüchtling. Nur falls mein Moped steht vom Schönheitschirurgen. Das fährt nochmal einen Ticken schneller. Okay. Bist du dir sicher, dass du einen Schönheitschirurgen brauchst? Ja, weil meine Maske ständig reißt, wenn ich sie anziehe. Die sind so langsam. Ich hab das gerade ausgestiegen, er wollte zu mir kommen, ich zieh durch. Ich schalte gerade mit dem D-Punkt das noch schicken, wie das einstellen muss, weil ich glaube, ja, bei mir kommt es jetzt keine Rettung. Gerade schwer hier. So, ist die Rettung immer noch nicht bei dir? Na, die vollständig um. Wenn ich rufe dir ein Taxi und fahre selbstständig hin, wenn die nicht anfahren, dann kannst du ja nichts für. Wenn ich versuche durchzurufen oder zu funken oder wie auch immer. Wo bist du denn? Welche Postleitzahl? 71, 78. Ich hab sie dahin geschickt. Danke. Hab ich das jetzt gespeichert? Ja, hab ich.
Vielleicht können wir das Gesicht noch ein bisschen ändern hier. Nase passt eh. Höhe, ja, passt. Größe, oder? Knochenhöhe passt auch. Höhe der Spitze, so. Augenbrauen, tief. Wo bist du denn bei 7168? Ich stehe genau am Randstein, ja. Ups, ah, ich sehe dich. In dem X7. Komm, und, aber jetzt kommt ja die Rettung. Die Scholz hat mir die Rettung geholt. Jetzt kommt ja wer. Dann frage ich mal gegenüber und guck mir das an. Nicht, dass da. Ja, dass da jemand kommt, wenn ich richtig mit. Perfekt. Du hast ein höheres Risiko, wenn du bei mir mitfährst, weil, ja, ich werde gesucht. Okay, naja, es passt einigermaßen. Das bin ich schon gewohnt von dir. (lacht) 7148 oder 7168? 8, 6. Also 6, 8. 7168 hat Müll, der mal sagt. Toll, ich hab der Rettung 48 geschrieben. Das ist nicht schlecht. Schreibt man korrigiere. Passt so. Setz dich mal am besten auf den Boden. Und steh am besten nicht von der Stange, weil dann zieht dich die Rettung nicht. Oder vor irgendeinem Schild. Genau. Setz dich da jetzt auf den Boden. Mit dem Slash-Sit, die Sit-Muskel. Weil ihr so verblüht, dass er nicht sitzen bleibt. So, ja, dann bleib stehen. Das habe ich mir nicht gedacht, ich setze mich nieder, aber das funktioniert nicht. Alles gut, bleib einfach stehen. Patsch. Servus. Grüße. Meine Maske passt endlich halbwegs. Stimmt. Ich würde gleich drück stehen bleiben, aber es geht irgendwie nicht. Ich vergleich. Ach Gott, ich sehe. Na, mein Gesicht, das passt überhaupt nicht zu mir. Ah, ich verstehe schon wegen der Nase. Die Nase macht's. Watch yourself! Von am Funk wieder oben. Im Vergleich zum Funk ist er etwas zu leise oder der Funk zu laut. Ja, der Funk ist viel zu laut. So, jetzt fällst du nicht mehr. Ich halte ihn so lange fest, bis die Rettung kommt. Fährst du ihn jetzt ins Krankenhaus, Scholz? Nein, ich halte ihn jetzt so lange fest, bis die Rettung kommt. Okay. Ich sollte nicht funken, sonst klebst du mir so komisch auf der Schulter.
Ja, es schaut komisch aus. Einmal nochmal Tiltmuskel. Perfekt. So. Warten wir auf die Rettung. Ja. Ich wollte eigentlich nur ein paar Leute nicht erleichtern gehen, weißt du, wer vom Auto angefahren dabei. Ja, weiß ich, aber das Problem ist, manche sind im Funk leiser, manche sind lauter und das ist halt das Problem dann. Gibt's eine 7048 überhaupt? Tatsächlich, und da habe ich versichtlich die Rettung hingeschickt. Hoppala. Jo. Da wartest echt gefühlt ewig, gell? Ja, ich erkläre dir das später, wie das mit dem Tablet funktioniert. Danke, ganz lieb. Ja, das ist leider ein bisschen problematisch. Und man hört ja jetzt auch, dass er zum Beispiel ziemlich laut ist. Fahr mal bitte dort und schau, ob da zwischendurch die solche Blisterfahrer rauffahren. Wo soll ich hin? Zur Hut sollst du fahren. Du bist gleich wirklich noch mit. Ja, und was soll ich da? Da kommen zwischendurch solche Autos vermutlich rauf. Einfach dann sagen, dass sie da falsch sind. Das wird echt auf. Meinst du Wayne oder? Ich glaube, er versteht nicht, worauf ich hinaus möchte. So die mit dem Lieferantenjob da. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der Eddie steht gleich beim Chirurg. Ja, aber ich habe den ja die Postleitzahl reingeschrieben. Extra. Ich setz dich mal ganz kurz hier ab, ich komme gleich wieder. Bin gleich wieder da. Ich guck mir nirgendwo hin. Das ist auch wieder richtig. Ich werde angerufen. Moment. Scholz am Apparat, grüß Gott. Na, bin ich jetzt, ich wohne hier. Oh, war ja. Der ist schon wieder. Ja. Scholz? Ja, kann ich dir helfen? Du schuldest mir noch was, habe ich mir aufgeschrieben. Was schulde ich dir jetzt schon wieder? Ah, sie schulden mir nichts, die Frau Scholz schuldet mir was. Wann kriege ich denn das wieder? Soll ich beide in Ruhe lassen? Nicht jetzt, Zimmer.
so. Was meinst du? Ja, nein, Scholz ist hier so ein Typ auf unserem Grundstück. Ja, gut. Schreib mir aber an. Ja, mach ich. Die telefoniert gerade. Aber jetzt ist gerade... Was? Blöd. Die telefoniert gerade. Ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Ja, ich da, wo ich am Grundstück drin habe. Dein Kram drin habe. Das Auto habe ich gerade nicht hier. Ja, dann gib mir halt notfalls das Geld, wenn du irgendwann mal Zeit hast. Ja, das ist ja nur Handy und Funkgerät, mehr ist das ja nicht. Ja, also sogar ein Tausender, wenn ich mich nicht irre. Das Zimmer endlich da. Nee, ich schau. Gut, passt. Er ist nicht im Job, verdammt. Gut, alles klar. Tschüss. Tschüss. Irgend so ein Typ. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich endlich mal seinen Rang bearbeiten, jetzt wo er endlich da ist. Und jetzt, naja. Sie ist ja nicht im Job. Servus. Begrüße, da bin ich wieder. Ich muss wirklich mein Gesicht. Oh mein Gott, ich sehe aus wie so eine langgezogene Bratze, Alter. Oh mein Gott. Oh, sure. You're gonna take a serious beating. Hoppala. Hey, did you see my post about my new painting? I think it really defines me as an artist. Hast du schon den Slash in deinen Muskel ausprobiert? Nee, ich hoffe das nicht. Im T-Muskel. Aber okay, also der und dann was internes. Eigentlich. Hast du jetzt so ein Tablet? Ja. Perfekt. Gut, da gehst du auf Notruf absenden. Dann auf Berufsrettung Wien. Und dann schreibst du da den Notruf rein und dann gehst du auf Notruf senden. Funktioniert das? Ja, ich schlage ihn, der geht einfach telefoniert weg. Ja, jetzt mal, es ist gestanden und drauf gesendet, ja. Perfekt, dann dürfte die Rettung dann auch gleich kommen. Aber diesmal wirklich. Hoffentlich. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Ja. Ich mache mich nochmal auf den Weg zum schönen Chirurgen. Mein Gesicht okay. Ist ein bisschen langgezogen geworden irgendwie. Die haben da ein bisschen rumgefuscht. Kein Problem. Da war die lassen wir alles hart. Sünde. Grüße! Grüß Gott! Tun Sie dem Patienten? Ja. Ich habe eigentlich reingeschrieben, dass er sich woanders befindet. Ja, 7208. Nein. Haben wir stehen. Ja, aber ich hatte extra was anderes reingeschrieben.
wo der Patient sich woanders befindet. Schauen wir gleich. Ist es ein Motorradfahrer gewesen? Nein. Okay. Es ist jemand, der angefahren wurde. Ich habe in den Dispatch reingeschrieben gehabt, dass sich eine verletzte Person bei 7168 befindet. Gut, passt. Dann sage ich vielen Dank. Kein Problem. Passt, danke. Baba. Tschüss, Baba. Ja, aber wie lange stand der da bitte? Hat der das nicht gelesen? Ich habe das ja extra reingeschrieben. Rettung kommt jetzt, ich hab's ja beim schönen Chirurgen getroffen. So, ich muss kurz... Komm on! Okay, auch die Rettung. Also ich... Da ist die Rettung, wunderbar. Nach 10 Stunden. Zwei Rettungen. Oh, es ist so mühsam. Ich habe jetzt mein ganzes Gesicht verrunzt. Das Live on Stream einfach Scholz kaputt gemacht. Und wieder speichern. Weil ich hab was kaputt gemacht mit meinem Gesicht. Das hätte ich nicht machen sollen. Na, das ist gleich mal ein viel kleineres Gesicht. Dieser Unterschied. Ja, genau. Wäscht vorher kaputt. Wir kennen es alle. Jetzt muss ich mich nur um die Nase kümmern. Jetzt ist die Nase so. Hallo, der. Falls in der Stream-Aufzeiten um die originalen Zahlen raussuchen. Ja, das Ding ist, ich habe vor dem Stream habe ich auch schon dran rumgefuscht. ja. Diese Nase ist irgendwie immer noch so breit. Also hoch. Na, jetzt, dies ist das Kleinste, was geht. Einfach Knubbelnase. So. Tiefer. Moment. So. Breite des Knochens. Das Blaulicht. Warum ist jetzt Blaulicht? Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt passt es über den Lippen auch wieder. Kiefer, ja, kann noch, ja, noch ein bisschen schmaler. Kinn kann auch ein bisschen länger.
Ach, schau, da schaut doch schon eher wieder aus wie eine Scholz. Ich sollte einfach die Finger los davon lassen. Ich mache irgendwie alles, was ich etwas mache, ich kaputt. Jetzt schaue ich nicht mehr so schlimm aus. Doppelkinn habe ich auch keines mehr. Einwandfrei. Ich hab so Riesenaugen. Moment. So irgendwie. Ich sehe aus wie ein Emo. Gut, dass ich mir. Wir nehmen einfach kurz die Frisur. Und ich suche mir jetzt ganz kurz den Clip raus, wo ich die extra die Zahlen aufgezeichnet habe. So schlau war ich dann doch noch. Ihr werdet sehen, gleich ist Scholz wieder Scholz. Irgendwelche Haare, wo ich nicht dieses Gefissel im Gesicht habe. Moment. Nehmen wir einfach kurz die Haare. So. So, Wangen hatten wir, Augen und Mund. So, das war das. Und das war es nicht. Moment, ich weiß. Ich fasse einfach wirklich nichts mehr an.
nicht, wo ich gehofft habe, dass es. Das ist, es ist doch nicht. Wir müssen mein Gesicht retten. Also ein Alien wollte ich jetzt nicht sein. Werde jetzt von 3 Fahrzeugen verfolgt. Und einen davon habe ich aus Gefecht gesetzt, aus Versehen. Was sagt ihr? Passt das so? Dass es nicht allzu schlimm ist. Und noch weiblich ausschaut. Ja, oder? Also ich finde schon. Meine Stimme schaut zwar immer noch durch, aber naja. Ich will meine Frise wieder. Ich hab tatsächlich sogar immer noch Hunger. Das ist ein Wahnsinn. Und wo seid ihr beide? Jolty Line, hallo Leitner. Welcome back. Bin wieder gesund. Ich hol dich ab. Ich warte vor der Tür. Da, das war das, was ich hatte. Perfekt. Scholz ist wieder Scholz. Wir haben mich gerettet. Auch wieder voll mit anwesend. Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Wir fahren gerade rum. Wo? Stephansplatz. Dann komme ich da hin. Ja, du kommst hin. Ich habe gerade eben aus Versehen einen Polizisten außer Gefecht gesetzt. Also bei mir habe ich ihn gar nicht berührt und auf einmal, also ich bin an ihm vorbeigefahren und auf einmal fliegt er 30 Kilometer weit. Das Auto komplett demoliert und überschlägt sich dreimal. Na Mensch. Ja, tut mir leid, dann kamen seine Kollegen und dann haben sie mich verfolgt und dann mein. So ein Rap-Kit dabei? Du musst zum Übdeutsch. Ja, schwierig, wenn die mich jetzt da verpfeifen. Gib mir das Auto. Obwohl, na, mein Kennzeichen drauf. Na, das geht nicht. Na, ja, okay. Nein, das ist die Schulz. Bin nur ich. Schulz? Ich glaube, dass du Gedanken lesen kannst. Also irgendwas, mit dem ich mich verteidigen kann? Das hab ich mir gedacht, ja. Wieso? Keine Schusswaffe. Wieso verteidigen? Was brauchst? Ja, weil da gerade einer zusammengeschlagen worden ist. Wo ist einer? Vor unseren Augen. Von 3-4 Leuten. Okay. Das Kid. Gute Frage. Brauchst du ein Messer? Wer sitzt da im Auto? Ja, ein Messer, das keine Ahnung. Blöde. Hast du schon ein Messer? Nein, nein. Ein Messer wäre super oder so. Ist das überhaupt legal, sowas? Ja, jein. Glückszahl. Also theoretisch ja. Glückszahl, warte, 254. Kann ich jetzt Buttermesser bezeichnen? Da passt das. Ja, kannst du als Buttermesser bezeichnen und kommst trotzdem in Häfen. Bin ich auch schon. Oi. Oi, oi, oi. Dankeschön, was kriegst du? Ah, alles gut. War nix. Danke. So, da, Kann ich mich zumindest irgendwie verteidigen?
Der steht da neben seinem Auto. Ich stehe da am Rauchen, plötzlich höre ich Geprügel und da wird der von 3-4 Leuten zusammengeschlagen. Oh, war ja. So, ich stelle mich ganz kurz auf die Seite, ich will meine GoPro beenden. Grüße. Ich sagen wollte, guck dir mal das Fahrzeug weiter vor an, also das vor mir für ihn stand. Das ist das so ein Fahrzeug, die jetzt die Pudel hat. So. Umut ging. Du kommst ein bisschen spät. Ich wollte gerade den Stream beenden. So. Ich danke allen, die heute dabei waren. Heute waren einige dabei. Mal wieder mehr als beim letzten Mal. Scheiße. Ja. Ich streame aber morgen wieder, habe ich mir überlegt. Morgen tue ich auch das Stream. Vermutlich auch wieder um 19.30 Uhr rum. Aber das kündige ich dann in Instagram eh noch an. Joa, gut. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke an alle, die da waren. Und dann bis morgen. Nur aber ganz kurz hier. Oh nein. Baby. Shut my eyes and hold you close. You're all I've needed. I never want to see the end. I'm caught in a dream again. In the night of mighty love, you're all I have, you're all I know. I'll shut my eyes and hold you close. You're all I've needed. I never wanna see the end. I'm caught in a dream again. See you.